Also es soll so ein bisschen um Landen gehen, ihr Lieben. Das Coole ist bei dem Format, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwas irgendwie wissen wollt, was mit dem Thema gerade zu tun hat und da reinpasst, schmeißt es direkt in den Chat, dann habe ich die Chance, was dazu zu sagen. Oder wenn ich weiß, dass es später noch kommt, das später einzufügen oder wie auch immer. Also, Landing Diary, a brief introduction to Butter Landings bei Riva. Was machen wir? Wir gucken uns einmal an, wie man Descent plant. Vielleicht doch was für Christian, für Mr. Manage Descent. Prepare landing from anywhere. Was ist damit gemeint? Wie setze ich meinen Flieger irgendwie ab, dass ich quasi immer auf der Bahn landen kann? Dazu habe ich hier quasi nichts. Das würde ich dann danach, machen wir nochmal 2, 3 Flüge und gucken uns einfach an, einfach nur starten und gucken uns an, wie müssten wir jetzt so ein bisschen das planen, dass wir in einer Position sind, aus der wir immer landen können, ohne dass ich einen Flugplan habe, nur dass ich ungefähr weiß, wo mein Airport ist. Weil ich mir vorstellen kann, dass das für viele hilfreich ist, weil sie vielleicht nicht unbedingt immer den ausgiebigsten Flugplan am Start haben. Landing-Technik, was ich so mitgenommen habe beim Landen, wo ich hingucke, worauf ich achte, wie man das Flugzeug hinsetzt oder auch wie man Butter auf die Bahn schmiert, hoffentlich. Die Crosswind-Landing-Technik, gibt zwei verschiedene und worauf es so ein bisschen beim Wind ankommt. You have about 30 miles, track miles to go. Ja, why are you on 3000 feet above ground? Ne? Und wenn das Ganze mal nicht so richtig klappt, wie man dann einen Go-Around fliegt, gibt es ja auch ein richtiges Procedure für. Und das können wir nachher auch eigentlich nochmal, zumindest mal ein Go-Around machen, wie das so geht. Descent Planning! Alter, ich mach's noch ein bisschen größer, dann sieht man das bei euch besser. Ist es eigentlich groß genug? Ja, ne? Wenn ich so reinzoome, auf jeden Fall. Warum brauchen wir Descent Planning? Ja, ganz einfach. Unser Ziel ist es ja immer, jetzt ja. Okay, sehr gut. Dann versuche ich es möglichst so groß zu lassen. So, vielleicht. Möglichst effizient zu fliegen. Also wir haben Reise. Was sagt er hier? Was hat er jetzt hier gesagt? Wexford, egal. Aus unserer Reiseflughöhe wollen wir quasi so wenig Sprit wie möglich damit verschwenden, dass wir ankommen. Also was wäre der ideale Descent, den wir planen könnten? Reiseflughöhe, einmal anfangen zu sinken, Leerlauf zu haben, bis 1000 Fuß über dem Grund im Anflug. Das wäre der Idealfall. 1000 Fuß über dem Angrund müssen wir wieder Power nachschieben. Warum? In 1000 Fuß müssen wir established sein. Heißt, es muss auch adäquat Power gesetzt sein, damit wir unseren Anflug machen können. Und weil die Flaps draußen sind, brauchen wir halt so ein bisschen Power. Irgendwas zwischen, weiß ich nicht, 40% und 60% muss dann da stehen. Thrust Idle. Ja. Real Life halt nicht. Genau. Aber sonst so lange eben Thrust Idle, wie es geht, idealerweise. Fast ein Glide Approach, weil das Flugzeug verbraucht dann möglichst wenig Sprit und das ist effizient. Wir haben also einen effizienten, spritsparenden Anflug und idealerweise wäre Reiseflughöhe bis AGL Idle. CDA. Ja, CDA gibt es bei vielen, gibt es, wo gibt es das? In München zum Beispiel gibt es das auch. Problem ist, Continuous Descent, ja, so ist es halt gedacht. Das Problem ist, die Fluglotsen werden einen da immer zwischengrätschen. Also das ist von der Idee her ganz schön. Die Fluglotsen brauchen dich aber immer in verschiedenen Höhen. So ein CDA ist eigentlich speziell in der Arrival geplant. Und in dieser Arrival hast du dann quasi immer Punkte mit bestimmten Höhen und die nimmt dich dann immer weiter runter. Das wäre so der klassische CDA. Bekommt man ganz, ganz, ganz selten, weil eigentlich immer zu viel los ist und zu viele Flugzeuge koordiniert werden können. So ist es normalerweise, aber genau. Genau, also Christian sagt ja, Mr. Manage Descent, warum müssen wir uns also überhaupt dafür Gedanken machen? Das Flugzeug macht das doch selbst, das rechnet uns ja unseren Top of Descent aus. Würde ich halt furchtbar gerne zeigen, leider kann es das der Fly-by-Wire-Sim nicht. Ihr seht hier in der Mitte auf unserem Navigation-Display so einen fetten Pfeil. Der fette Pfeil zeigt uns an, wo wir idealerweise den Descent starten sollen, um dann eben in der richtigen Höhe bei unserem Flughafen anzukommen. Hat leider ein paar Nachteile, das Ding. Und zwar stimmt das Ding nur, wenn der Flugplan genauso abgeflogen wird, wie er drin ist. Das ist fast nie so. Es gibt immer irgendwelche Abkürzungen. Und weil man diese Abkürzung ja nicht vorwegnehmen kann, würde dieser Pfeil auch immer nicht stimmen, weil man fliegt mal länger oder mal kürzer. Der Wind muss genau richtig drin sein, weil bei mehr Gegenwind könnten wir ja später descenden, bei weniger oder mehr Rückenwind müssten wir früher descenden. Und es sind auch eben von ATC, also von den Fluglotsen, keinerlei
Abkürzung hinterlegt. Deswegen ist dieser Descent-File, dieser Top of Descent, eine schöne Sache. Du machst dir den immer selbst. Du sagst, du machst dir das selbst. Okay, das freut mich. Deswegen bin ich Mr. Decent. Ja, kann man machen. Real Life wird es halt leider so sein, dass du so oft Abkürzungen kriegst. Auch wenn du da tausendmal angeflogen bist, kann es immer so ein bisschen anders sein, dass es halt nicht so richtig stimmt. Aber auch ob es stimmt oder nicht, der Top of Descent ist und bleibt ein guter Anhaltspunkt. Er stimmt halt oft nicht. Selbst wenn er stimmt, ist das mal schön. Aber wir müssen ja trotzdem irgendwie kontrollieren, wie sind wir denn jetzt in unserem Profil. Was machen wir also? Es gibt eine wunderschöne Rule of Thumb, wie man sein Descent plant. Richtig gute Sache. Und zwar mit einem 3-Grad-Profil. Viele kennen das von euch, vielleicht ein paar nicht. Airliner. Jeder Airliner eigentlich in der Standard-Environment, sag ich mal, wird immer mit einem 3-Grad-Profil sinken. Was heißt ein 3-Grad-Profil? Zufälligerweise passen die Zahlen richtig, richtig gut zusammen. Das heißt, das Flugzeug will auf 1000 Fuß Höhe, braucht es 3 Meilen, um mit einem 3-Grad-Profil zu sinken. Genau. Pro 1000 Fuß 3 Trackmiles. Genau so sieht man das in meinem... Habe ich ein wunderschönes Flugzeug gemalt? Mal zeigen. Sehr, sehr schönes Flugzeug, oder? Genau. So sieht das aus. Und um das mal am Beispiel zu machen, weil das ja so jetzt abstrakt ist, weil da muss man sich so viele Sachen überlegen, das ja viel besser so. Wir sind meinetwegen in 38.000 Fuß auf dem Cruise-Level und wissen unseren Approach, wo wir nachher anfliegen wollen, fangen wir in 3.000 Fuß an. Das heißt, wir haben 35.000 Fuß zu sinken. Man muss also immer die kleine Differenz bilden. 35.000 Fuß haben wir zu sinken. Wir haben gewusst, dass wir 3 Nautical Miles pro 1.000 Fuß brauchen. Also 35 mal 3 sind 105 Meilen. Ganz einfach. Wir brauchen also 105 Meilen, um vom 38.000 Fuß auf 3.000 Fuß im 3-Grad-Profil zu sinken. Ganz einfach eigentlich. Dann brauchen wir nur noch unser Navigation-Display gucken mit der richtigen Range und wissen, hey, in 105 Meilen sind wir dann auf jeden Fall da. Easy. Was noch nicht so easy ist, ist, what is my rate of descent? Nun kann ich ja irgendwie langsam oder schnell sinken, muss ich aber auch mit der richtigen Geschwindigkeit sinken, damit das eben zum 3-Grad-Profil passt. Bin ich zu langsam, komme ich zu spät an, bin ich zu schnell, komme ich zu früh an. Wie kriege ich also meine Rate of Descent raus? Christian, du weißt es schon. Plus etwas Speed. Genau. Wir gucken unsere Ground Speed an. Warum gucken wir unsere Ground Speed an? Nun, in der Ground Speed ist immer schon der Wind mit drin. Das heißt, wir müssen uns keine Gedanken mehr machen, von wo kommt der Wind. Das ist immer schon gleich in der Ground Speed drin. Ground Speed, ne? Die Geschwindigkeit über Boden. Also True Air Speed plus minus Wind. Und die nehmen wir einfach mal 5. Das gibt uns die Rate of Descent. In dem Beispiel hier oben sind es 299 Knoten. Wenn wir oben sind, wird es schneller sein in der Regel. Außer wir haben sehr, sehr viel Gegenwind. Aber aufgerundet 300 mal 5 sind einfach 1500 Fuß pro Minute. Das heißt, würden wir jetzt unsere 105 Meilen Descent planen, bräuchten wir einfach eine Sinkrate von 1500 Fuß und würden damit perfekt 105 Meilen später in unseren 3000 Fuß ankommen. Ganz einfach eigentlich. Und rechnet sich das mal 5 halt blöd, also brauchen wir ein paar Lifehacks. Wie kann ich mal 5 ein bisschen schneller rechnen? Weil das brauche ich ja auch nachher in unserem Anflug. Im Anflug lässt sich das nämlich wirklich blöd mal 5 rechnen. Da funktioniert das genauso. Also 110 mal 5 geht vielleicht noch, aber 140 mal 5, 130 mal 5, so aus dem Stehgreif, ist halt blöd. Mann und Mars, hi. Und weil sich das so schlecht rechnen lässt, wie Christian das sagt, ist dieses durch 2 mal 10 eigentlich der beste Lifehack, den es gibt. Ja, oder? Ich weiß nicht, was. Wisst ihr, was dieser Motor mit der Klinge sein soll? Also den Schlüssel finde ich gut, das Männchen das hält und auch den Mais, aber ich weiß nicht, was dieser Motor mit der Klinge sein soll. Vielleicht wisst ihr es ja. Was soll man damit machen können? Zum Rasieren wird es hoffentlich nicht sein. Schraubendreher, Rasierer ja. Seppel, ich grüße dich. Ja, ich habe auch jetzt gerade schon die... Aber ich meine, damit das schneide, braucht man ja so einen flachen Winkel. Ach, ich weiß es nicht. Für die schnelle Intimrasur. Ja, vielleicht. Also, wie Christian schon geschrieben hat, besser durch 2 mal 10.
mal 5 rechnen, das hört sich jetzt echt viel, viel schwieriger an. Mal 10 durch 2 ist aber das gleiche, ob du durch 10 mal 2 oder mal 2 durch 10, durch 2 mal 10 rechnest, ist doch das gleiche. Und dieses mal 10 braucht man auch übrigens nicht. Sobald man mal 2 kann, ist alles gut. Nein, ist nicht das gleiche. Also wichtig ist ja, dass du im Kopf verstehst, was rauskommt. Für den Kopf nicht. Das Ergebnis, ja. Okay. Also selbst das mal 10, lassen wir das mal 10 mal ein bisschen außer Acht. Ihr werdet es gleich sehen. Durch 2 ist das Wichtige. Warum? Wenn wir mal 150 nehmen, 150 mal 5 sind 750. 150 durch 2 sind 75. Und jetzt brauche ich ja gar nicht mehr so richtig die 0 noch dran eigentlich, weil ich weiß ja, dass ich, wenn ich einen Anflug mache, nicht mit 75 Fuß pro Minute sinke. Deswegen reicht mir persönlich immer, hey, ich weiß, 75 und die 0 kann ich noch gerade so dranhängen. Und du meinst es jetzt andersrum, dass man 1500 durch 2 macht? Okay. Aber 140 durch 2 sind 70, ist auch ganz einfach. Einfach die 0 wieder dran, heißt 700 Fuß pro Minute. 130, 650, 110, 550. Also das ist eigentlich nicht schwer, wenn man das ein bisschen gemacht hat. Genau, also man rechnet einfach durch 2 mal 10 und hat seine Sync Rate. Geht einfach als mal 5 und das funktioniert für alle Geschwindigkeiten. Ist voll cool. Egal wie schnell man ist, selbst wenn man 500 Knoten fliegt, weiß man, durch 2 sind 250, also 2.500 Fuß pro Minute. Und das hält einem immer, immer, immer auf dem 3-Grad-Profil. Richtig cool. Und benutzt man tatsächlich ziemlich oft. Deswegen Let's Try haben wir ja gerade quasi schon gemacht. Ja, und so baut man sein Descent auf. Merke, Höhe durch 3 gibt uns die Entfernung zum Sinken und die Sink Rate ist einfach die Ground Speed durch 2. Vielleicht hätte ich dahinter schreiben sollen, sinkvoll zusammengerechnet. Aber so plant man einen Descent. Eigentlich braucht man nur diese zwei Sachen und der Rest ergibt sich von selbst. Man muss, es gibt noch Sachen für die Geschwindigkeiten, wenn man sehr, sehr schnell ist, irgendwie pro 10 Knoten noch eine Meile und so. Können die Rechenfetischisten gerne machen. Meiner Meinung nach. Any questions zum, wie plane ich einen Descent? Ist das angekommen? Kannten das alle schon? Vielleicht kennen das ja auch alle und ich erzähle einfach nur Sachen, die ihr eh schon alle kennt. Perfekt. Gleich mal den Pro-Chars. Tabelle. Schön ist, man kann alle Flüge auch GR gut gebrauchen. Ja. Hey Wusa, noch nie gehört. Das ist okay. Viele, die sich länger mit dem Fliegen beschäftigen, für die ist das, glaube ich, nicht so richtig neu, aber es hilft einfach unfassbar, um seine Entfernung einzuschätzen. Schöne Präsentation, das freut mich. Es geht ja noch weiter. Es geht ja noch weiter. Es kommen ja noch ein paar Sachen. Total informativ. Schön, so soll es sein. Cool, also wenn keine Fragen kommen gerade, immer wie gesagt, falls irgendjemand zu irgendwas eine Frage hat, direkt rein in den Chat, dann habe ich eine Chance. Wie gesagt, Punkt 2 hatte ich übersprungen. Das wollten wir so ein bisschen im Flieger nochmal probieren. 3 wäre jetzt Landing-Technik oder. Schönes Bild, oder? How to Butterland. Also, wo gucke ich hin? Man sieht so viele Leute. Man sieht so unfassbar viele Leute landen. Man weiß aber immer gar nicht so richtig, was machen die denn eigentlich? Warum kann der eine mal ein bisschen besser landen als der andere? Wo guckt man so hin? Wo setzt sich das Flugzeug ab? Darüber würde ich gerne mal so ein bisschen, wo ich hingucke, was mir hilft, wie ich das so mache. Jetzt seid ihr dran. Was ist eine perfekte Landung? Was ist eine perfekte Landung? Was ist für euch eine perfekte Landung? Wart auch geduldig, dann kann ich mal einen Schluck trinken so lange. Bleibt meine Stimme auch geschmeidig. HP, wenn nichts kaputt ist. Fair enough. Perfekt oder sicher? Schon mal eine gute Frage. Flying Paul, hi. Landung muss sicher sein. Oh, Christian, schon mal sehr gut. Genau um 1000 Fußpunkt. Das ist auf jeden Fall was ich auch mit reinnehmen würde. Die Strömung abreißt, sobald die Räder ein und das ist eher so. Flying Paul, hi, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Wir machen Tutorial-Tag.
Ey, Wusa, wenn der Flieger nicht abhebt nach dem Aufsetzen, auch gut. Willst du darauf hinaus? Nee, perfekt heißt für mich sowohl sicher als auch möglichst schön. Also sicher und perfekt soll in dem Fall sicher drinne haben. Genau. Perfekt ist, wenn sich niemand danach beschwert. Flieger ganz und richtigen Ziel angekommen. Auch gut. Leise. Leise? Okay, leise habe ich nicht drin. Eine gute Landung. Ohne fremde Hilfe das Flugzeug verlassen. Eine perfekte Landung. Man könnte direkt wieder einsteigen und weiterfliegen. Oh, ist auch sehr schön. Traut man, wenn der Wein im Glas bleibt. Dachte, du meinst sicher ungleich soft. Das kommt noch. Das kommt noch. Warte mal. Also, ich habe hier meins mal hingeschrieben, theoretisch. Warte mal, ich glaube, ich brauche meinen Stift. Wenn ich meinen Stift habe, dann. Kann ich das hier theoretisch markieren und zur Seite schieben? Magic. Das ist für mich eine perfekte Landung. Sie ist perfekt on Speed, sie ist perfekt on Centerline, sie ist exakt im 1000-Fuß-Punkt und ist weich in Anführungsstrichen. Warum Anführungsstriche? Eine harte Landung kann auch sicher sein. Butterweich umso besser, wenn nicht viel Wind und so ist. Ne? So wie genau das, was Pucki schreibt. Es kann durchaus sein, dass eine harte Landung eine bessere Landung ist als eine weiche Landung. Zum Beispiel, wenn sehr viel Regen auf der Bahn ist. Die Räder müssen halt sicher den Kontakt kriegen, die müssen einen bestimmten Spool-Up haben, also die müssen die richtige Rotation haben. Sonst merkt der Flieger sozusagen nicht, dass er aufgesetzt ist. Ich hatte es mal im A321, sind wir gelandet, wirklich so ein bisschen Wasser auf der Bahn. Wenn man den Flieger aufs Wasser aussetzt, hat er eine noch kleinere Reibung. Das heißt, die Räder fangen noch langsamer an zu drehen. Hat sich hinten hingesetzt, kam vorne langsam runter. Dann habe ich den Reverse angezogen und dann kam Bing, 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 Reverse Unlock. Warum? Der Flieger hat noch nicht gecheckt, dass das Flugzeug auf der Bahn war. Das kam dann einen Wimpernschlag später. Aber als ich den Reverse gezogen habe, hat der Flieger noch nicht gemerkt, dass er auf der Bahn ist. Deswegen zu weich, tatsächlich nicht unbedingt sicher. Genau, das wäre zumindest meine Definition. Gute Frage. Was triggert die Speedbrake beim Landen? Was triggert die Speedbrake beim Landen? Gute Frage. Es kommt darauf an, sind deine Spoilers armed oder sind deine Spoilers nicht geahmt? Da ist so der wesentliche Unterschied. Wenn du mal guckst, armed. Wenn sie armed sind, muss beide Thrust Lever müssen near idle sein. Sind beide Thrust Lever near idle und der Flieger hat ein Main Landing Gear Strut compressed, dann kommen die Spoiler raus. Wenn die Spoiler nicht geahmt sind, muss mindestens ein Reverse gezogen sein, einer near idle, damit der rauskommt. Die Armposition und wenn das Fahrwerk quasi diesen Sturm für die Speedway triggert. Ja, also es geht auch ohne armed, ne? Also wenn die Spoilers nicht armed sind, muss halt nur ein Reverser gezogen sein und dann kommen die genauso raus. Das Einzige, was armed bringt, ist, dass kein Reverse gezogen sein muss, damit die Speedbrakes rauskommen. Das ist so der kleine, feine Unterschied zwischen armed und nicht armed. Und genau. Aber super Frage. Genau. Genau. Eine gute Landung beginnt mit einem guten Anflug. So blöd das klingt. Okay, gleich mal ausprobieren im Sim nachher. Probier's mal, ich weiß nicht, ob es der Sim kann, ne? Aber müsste er. Also Spoilers müssen rauskommen, wenn du keinen Reverse hast. Gute Landung beginnt mit einem guten Anflug. Was soll das heißen? Wenn ich schon hot and high irgendwie da reinkomme, wer hatte das geschrieben? Gestern hatte irgendjemand geschrieben, in 1500 Fuß mit 220 Knoten alles rausschmeißen und dann landen. Ich behaupte mal, im Durchschnitt werden das nicht die besten Landungen sein, ohne da demjenigen, der das gerade geschrieben hat, vielleicht zu nahe treten zu wollen. Lieber zu früh als zu spät established sein. Im richtigen Flieger müssen wir in 1000 Fuß established sein. Heißt, richtige Geschwindigkeit, richtige Konfiguration, also Fahrwerk draußen, Landeklappen in der richtigen Stellung, auf dem Local, also auf dem Glideslope mit der richtigen Geschwindigkeit und dem richtigen Power Setting. Das heißt established. Das müssen wir für 1000 Fuß über dem Grund sein oder wenn der Radio Altimeter eben 1000 sagt. Take things slow, don't rush. Genau so, lieber zu früh als zu spät. Und dann zur Landung. Ich mache es ungefähr so. Umso tiefer ich komme, desto weniger folge ich dem Glideslope. Hab gehört, 12 Meilen 210 Knoten, 8 Meilen 180. Das kommt ungefähr gut hin, ja.
Also wir haben mal ein ILS-Tutorial gemacht und da haben wir gesagt, so Intercepting Glide Slope, also wenn wir anfangen würden zu sinken, Speed auf 180, Flaps 2 und dann fängt er eben bei 9 Meilen mit ungefähr 180 Knoten an zu sinken. Das ist aber sehr, sehr ähnlich, genau. Jonas, wann würdest du die Stress-Lever auf Idle stellen beim A320? Immer beim Zeichen Retard oder schon früher? Beim Zeichen Retard auf gar keinen Fall. Also das Flugzeug muss sicher am Boden sein. Retard, da ist der Flieger noch in der Luft. Der sagte ja, also Retard heißt ja quasi zieh auf Idle. Und wenn der Flieger sicher aufgesetzt hat, dann ziehst du den Reverser. Genau. Merkt ihr einfach, wenn alle Räder am Boden sind. Oft ist es ja so, dass man im Hauptfahrwerk aufsetzt, dann ist das Nosegear noch in der Luft. Wenn das auf dem Boden ist, das ist ein guter Moment, um Thruster was auf Idle zu ziehen und dann den Reverse aufzumachen. Ach, Entschuldigung, du hast nach Idle gefragt, nicht nach Reverse, ne? Entschuldigung. Idle, kommen wir noch drauf. Ich habe die Frage falsch gelesen, tut mir total leid. Ich habe gerade Quatsch erzählt. Nein, Thruster was Idle kommen wir gleich noch. Ich habe Reverse gelesen, weil ich im Kopf irgendwie noch beim Thema Reverse war. Thruster was Idle kommen wir gleich drauf. Flaps 2 auf dem Glide ist generell immer sehr passend, genau das wollte ich sagen. Und da, wo ich hink, heißt das aber was anderes, ja. Genau. Also zur Landing-Technik. Wie mache ich das? Ich folge möglichst lange dem Glideslope, etwa so hoch bis 500 Fuß. Kommt sehr auf die Landung an. So wie wir eben mit dem Crosswind gelandet sind, gucke ich bei 3000 Fuß schon die ganze Zeit raus. Einfach, um so ungefähr zu gucken, wie sich der Flieger bewegt. Wenn ich rausgucke, sehe ich persönlich das besser, als wenn ich die ganze Zeit dem Glideslope hinterher gucke. Genau. Aber es kann ja sein, man hat eine schlechte Sicht, dann müssen wir dem länger hinterherfliegen. Unsere Papis helfen uns. Was sind die Papis? Ich sehe gerade selber, dass das im Bild viel zu klein ist. Ich zoome mal rein. So würde das im normalen Bild aussehen. Idealerweise würde es nicht so aussehen. Die stehen links oder rechts von der Bahn. Das sind diese vier Lichter. Papis sind unser Precision Approach Path Indicator. Dann hat man die Abkürzung mal gehört und kann sie direkt wieder vergessen. Und das ist eigentlich mit unserer Hauptanzeige, die uns gut hilft bei unserer Landung. So wäre das Bild sozusagen aus dem Flieger. Das ist ILS. Machen wir erstmal kurz Puppies. Wie sollten die aussehen? Nun, kann man die Bilder erkennen? Ja, ne? Also, vier weiße, viel zu hoch. Ein roter, schon ganz gut. Ein bisschen hoch. So sollte es sein, Perfect Body, zwei rote über zwei weiße. Das heißt, dass wir genau auf dem 3-Grad-Profil sind. Wenn wir drei rote sehen, heißt das, wir sind ein bisschen zu tief. Und wenn wir vier rote sehen, dann sind wir viel zu tief. Die Perspektive ist hier immer die gleiche und ich habe die einfach rot ausgemalt. Das würde natürlich von der Perspektive anders aussehen, wenn wir viel, viel tiefer sind. Aber genau. Also wir wollen, das ist das Wichtige, so soll es aussehen, wenn wir zwei rote über zwei weißen haben. Alles rot ist tot. Ja. Ist auch immer gut, wenn man das dem Kollegen kommuniziert. Also gerade wenn man fliegt und man sieht zum Beispiel, ups, ich habe hier gerade vier rote, dass man dem Kollegen einmal sagt, ich sehe, dass da vier rote sind, ich mache was dagegen. Weil wenn man da immer fleißig weiterfliegt und man korrigiert nichts, dann kann es sein, dass er einem irgendwann mal das Flugzeug wegnimmt, wenn man nicht gut daran tut, das auch zu kommunizieren, dass man sieht, dass da was nicht stimmt. Unsere Papis. Zum Anflug selbst nochmal so ein bisschen. Das ist jetzt noch so ein bisschen mehr ILS-Approach, weniger Landung, aber das finde ich noch wichtig, weil das mit zum Anflug gehört, der unsere Landung ja vorbereitet. Wenn wir auf dem ILS sind, don't chase the glide slope. Ich weiß nicht, wie ihr das macht im Anflug. Ich habe das aber neulich mal gehört, glaube ich. Wenn das so unser Standard künstlicher Horizont ist, dass. Warte, das muss ich kurz. Stehen Sie, irgendein Streamer hat gesagt, 47-Piloten wollen immer drei Weiße haben. Genau. Genau. Stehen Sie ja stimmt, weil das Cockpit so unfassbar hoch ist. Die haben eine etwas andere Sicht. Genau. Es gibt auch Papis, die sind speziell auf eine 47 geeicht. Steht dann auf der Karte mit. Frag mich nicht wo. Gibt es aber. Wenn wir also unser ILS fliegen. Ich habe gestern oder vorgestern irgendjemanden gehört, so fliegst du dem Glideslope hinterher? Danke. Fliegst du den Glideslope hinterher? Der Glideslope, nochmal zum Klarmachen, das ist nichts, wonach wir fliegen. Wir nehmen unsere Nase nicht hoch oder runter. Wie soll ich sagen, damit der Glideslope in der Mitte bleibt. Wir versuchen eigentlich, so eine Vertical Speed zu fliegen. Noch besser wäre Pitch and Power. Das würde jetzt aber vielleicht ein bisschen sehr weit führen. Lazy Matt, einen wunderschönen guten Abend.
Aber so bei 150 Knoten, das ist nicht unsere Grauzwiete, ich weiß es, aber die mal durch 2, haben wir ja eben gelernt, sind 750 Fuß pro Minute. Heißt, unten rechts, unsere grüne Anzeige sollte etwa 750 Minuten, Fuß pro Minute anzeigen. Das kann sie nicht. Deswegen kann man das gerne aufrunden. Aufrunden ist die bessere Seite, weil das besser passt. Das heißt, so 800 Fuß pro Minute müsste eigentlich die richtige Sinkgeschwindigkeit sein. Es würde für mich heißen, im ILS am Flug, ich versuche diese Sinkgeschwindigkeit zu fliegen, also diese etwa 800 Fuß pro Minute. Solange ich die halte, kann der Glideslope eigentlich nicht abhauen, solange ich ungefähr gleich schnell fliege. Das heißt, ich versuche eigentlich grundlegend immer so ungefähr P mal P Flieger, das wäre meine Erklärung. Du hast das Wichtigste verpasst. Ach Quatsch, wir sind noch mittendrin. Genau, also was ich einmal klarstellen wollte für den ILS, versucht nicht ständig diesen Glideslope hinterher zu packen. Also wenn der Millimeter hoch ist, gleich wieder ziehen. Wenn der Millimeter runterdrückt, gleich wieder nachdrücken. Das ist ein Tool, damit wir kontrollieren können, wie wir auf unserem Anflug sind. Sind wir hoch oder sind wir nicht hoch? Das ist aber nicht, wonach wir fliegen. Wir fliegen eigentlich nach Pitch und Power. Aber so eine Vertical Speed macht sich da sehr gut. So mache ich es zumindest. Ich kenne meine Ground Speed. Ich kenne dann meine Vertical Speed. Und dann weiß ich schon, wenn ich das fliege, kann der Glideslope eigentlich nicht abhauen. Genau. Localizer selbst erklären. Und das habe ich auch nur so nochmal daneben geschrieben. Also der Glideslope dient zu unserer Positionskontrolle und ist kein Instrument, nach welchem wir fliegen. Es dient eben nur zu überprüfen, wo wir sind. Ich fliege, wie gesagt, Ground Speed halbe oder Ground Speed mal 5. Und wenn der Glideslope abhaut, dann erhöhen oder verringern wir die Vertical Speed. Generell noch Tipps zum Anflug. Schön kleine Korrekturen machen. Kleine Inputs sind immer besser als große. Das heißt, Bank, nicht über 10 Grad. Man braucht nur Lazy Man, ja, damit haben wir angefangen. Aber das kannst du dir gerne im Video angucken. Das kannst du dir gerne im Video angucken. Also auf meinem ILS-Approach, kleine Korrekturen, kleine Inputs. Hilft echt ungemein, das nicht so zu overchasen und dass man da immer sonst wie groß hier nur so am Flieger macht. Wir haben ja ein Passagierflugzeug, wir wollen es unseren Gästen ja angenehm machen. Eine Korrektur. Weniger ist mehr, wenn alles passt, muss man nichts machen. Der Airbus trimmt sich super gut selbst aus, also theoretisch kann man den Stick zwischendurch loslassen, weil der Flieger fliegt eh so weiter. Genau, was soll das heißen? Kleine Flugzeuge idealerweise nach Pitch und Power. A, durch die Anzeigen und B, ist das eigentlich das, wonach man die Sichtflug fliegt. Ne? Also man setzt eine Pitch, meinetwegen 5 Grad, stellt eine Power hin, weiß ich nicht, 1300 Drehungen pro Minute und dann fliegt er da seine Vertical Speed und dann fliegt er auch den Anflug. Aber das ist nichts für einen Airliner. Cool. Vor allem nicht Island Approach. Du, das kann man gar nicht sagen. Weil die Engines ewig brauchen, bis sie wieder hochfahren. Mit deinem Halbwissen hier. Ja, also es gibt die Empfehlung, man soll nicht unter 40% N1 gehen. Aber das kann man nicht sagen, meiner Meinung nach. Es gibt Anflüge, da brauchst du Idle im Anflug, verspreche ich dir. Ich habe mal im Sommer, wenn man im Sommer so richtig, richtig heißes Wetter hat und Thermik, kann es auch gerne mal sein, dass man so eine Thermoblasen, sag ich, nenne ich das mal, so eine Luftblasen kommt, wo das Flugzeug unfassbar viel Geschwindigkeit verliert. Das heißt, auch obwohl man sinkt und im Anflug ist, muss man eine Menge Gas geben. Ich hatte es mal bei einer Kapitänsausbildung im Anflug auf München, dass es Klick gemacht hat. Also mein Thrust Lever war im Anflug da. Genau dieses Klick, ich weiß nicht, ob ihr es hört, genau das hat er gemacht. Also er war ein Climb Power. Und wir brauchten Climb Power, weil der Flieger sonst also richtig. Richtig weiter gedroppt wäre von der Geschwindigkeit. Und so stand das 3, 4 Sekunden. Würdest du auch nirgends finden, hey, man braucht Climb Power, um anzufliegen. Deswegen kann man das nicht so richtig sagen, finde ich. Also es gibt die Empfehlung nicht unter 40% im Anflug, aber wenn du Idle brauchst, brauchst du Idle. Also was bringt's, ne? Kannst halt durchstarten und nochmal machen, aber irgendwann, wenn du den Anflug einfach nicht machen kannst, weil du dich nicht traust, Idle zu ziehen, blöd. Ich glaube, das ist aber keine offizielle Meinung. Also offiziell sage ich nicht unter 40%. Basic F. Lampe blinken. Machen wir kurz. Gut. Haben unsere Papis besprochen. Power Setting. Passt für unseren Anflug. So mache ich das. So ungefähr 200 Fuß über der Bahn versuche ich möglichst rauszugucken.
Tapis sollten idealerweise noch ungefähr so aussehen, aber so etwa 200 Fuß über der Bahn ist mir persönlich mittlerweile schon ziemlich egal, ob die Papis drei weiße, drei rote oder wie auch immer haben. Ich versuche dann so langsam auf meinen Aiming Point zu gucken. Der Aiming Point sind diese fetten beiden weißen Balken, sehen wir gleich auch nochmal auf der Runway. Das ist das Schöne am Pitch and Power Fliegen, ein wenig nach eigenem Ermessen, ja. Stimmt. Und der Flieger macht es halt sicher, ne? Also wenn du 3 Grad Pitch fliegst und, keine Ahnung, 1300 APM, der Flieger fliegt das. Also braucht man weniger machen. Gut, ich nehme meinen Aiming Point. Das sind die fetten Balken, die sehen wir auch gleich nochmal. Hier haben wir nämlich ein schöneres Bild. Das ist euer Aiming Point. Diese fetten beiden weißen Balken, da wollt ihr landen. Kurz insgesamt zur Bahn. Diese ganz fetten Streifen, das ist die Threshold. Da wollen wir, wenn wir über die Threshold fliegen, dann sollte der Flieger idealerweise 50 sagen. Also wir wollen 50 Fuß über unsere Threshold fliegen. Das ist die perfekte Höhe. Wenn wir in 50 Fuß über die Threshold fliegen, also über diese fetten weißen Balken, ganz am Anfang der Runway, dann sind wir im 3-Grad-Profil rechnerisch genau am 1000-Fußpunkt, also am Aiming Point an der Landung. Das ist das Schöne. Und diese 3 und 2 weißen Streifen, die ihr dahinter seht, das ist die Touchdown-Zone. Innerhalb dieser Zone müssen wir normalerweise landen, sonst ist es ein Go-Around. Gibt es auch wieder Ausnahmefälle, aber generell kann man sagen, in der Touchdown so landen, schützt vom Go-Around. Genau. Also ich versuche so in 100 Fuß aus dem Fenster zu schauen und den Blick ziemlich genau dahin zu fixieren. Ich versuche den so richtig anzunageln. Wenn er mir abhaut, versuche ich das direkt zu korrigieren. Geht er nach vorne, drücke ich nach unten, geht er weiter nach hinten, ziehe ich relativ schnell nach oben, damit wir wirklich da landen. Wollen 50 Fuß über die Threshold fliegen? Das hatten wir gerade gesagt. Ne? Das hört man immer ganz schön an diesem Call. Der Flieger sagt ja 50. Wie breit ist die Runway, oder? Wie viel ist ein Streifen? Die ganzen 4 Streifen. Oh, muss ich einmal nachlesen. Du mit den Streifen, ob hinten ein Streifen kommt oder nicht und wie weit das ist, das hängt auch nicht mit der Runway-Breite zusammen, glaube ich. Die Runway-Breite steht ja einfach stumpf an der Karte. Aber die Runway-Markings muss ich selber nachlesen. Also wenn es jemand weiß, sehr gerne. Ich weiß es nicht. Ich meine aber, die Runway-Breite steht einfach in der Karte, dass die Anzahl der Streifen nicht unbedingt was mit der Runway-Breite zu tun hat. Sondern ich denke, du hast einfach 3 Streifen, 2 Streifen, irgendwann noch einen Streifen. Hier werden keine sein, weil da eine Crossing-Runway ist. Und dann wird die Touchdown-Zone einfach zu Ende sein. Das wird noch eine bestimmte Entfernung zum Ende der Touchdown-Zone sein. Meine Vermutung. Muss ich aber nachlesen. Bei so 50 Fuß, nachdem ich den angenagelt habe, unseren Aiming Point, fängt mein Blick an, weg vom Aiming Point zu gehen und immer weiter hinten an Bahnende. Idealerweise, wenn ich so Richtung Flare komme, also so mit 20, 30 Fuß fange ich an zu flaren, gucke ich ans Ende der Bahn. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr viele nicht machen. Kann einer sich vorstellen, warum das cool ist, ans Ende der Bahn zu gucken und nicht den Blick gefixt auf meinen 1000 Fußpunkt zu haben? Horizont. Ja, Horizont. Quasi. Genau. Man hat einfach, du siehst einfach viel besser, wie du dich bewegst. Also das Problem ist, wenn du so gerade vor dich guckst, siehst du nicht mehr so gut, wie ist deine Annäherungsrate an den Boden. Da will ich spätestens halten. Da will ich spätestens halten. Ja, das hoffe ich doch. Weicherer Flair, nicht zu lang flären. Genau, ihr könnt einfach viel besser einschätzen, wie viel ihr ziehen müsst, um euer Flugzeug abzufangen, quasi zum Flair. Umso weiter hinten du guckst, desto besser kannst du einfach einschätzen, wie du dich hoch oder runter bewegst. Wenn du gerade vor dich guckst, kannst du einfach super schlecht einschätzen, weil du viel weniger Außenreferenz hast. Bin ich zu hoch, bin ich zu tief, wie viel muss ich flären? Hallöchen! Ja, Tutorial-Tag ist immer voll. Ich grüße dich, lange nicht gesehen. TBOH, ich muss immer TBOH sagen, das hört sich so komisch an. Kollege, ja, Stress, ja, ich weiß. Wenn ich Quatsch erzähle, hau's direkt in den Chat, bitte. Und, hier, gleich Frage für dich. Die Streifen auf der Runway. Die geben doch bis zum Ende einfach nur noch die Länge der verbleibenden Touchdown-Zone an. Oder haben die was mit der Runway-Breite zu tun? Ich habe es nicht mehr nachgelesen vorher. Die Thresholds-Markings, ja, die Frage war ja nach denen hier, ne? Also nach diesen
Dreier, Zweier und so nach den Markings. Vielleicht weißt du es ja. Genau, ich gucke also ans Ende der Bahn. Und das sind auch schon die meisten Hacks. Wie gesagt, 20, 30 Fuß, Smooth Flare. Die Frage war vorhin nach dem Idle. Da würde ich auch so langsam Idle ziehen. Es kann mal früher sein, es kann mal. Also, du wirst es auch nur in Bezug auf die Länge. Genau, das war auch meine Vermutung, dass das nichts mit der Breite zu tun hat, sondern einfach, wie viel Länge Touchdown-Zone übrig bleibt. Die ersten Streifen, die Touchdown-Zone, die Threshold. Ach, du meinst die Threshold? Maybe, I don't know. Keine Ahnung. So Runway-Markings sind Sachen, die kannst du bei echt viel Interesse lesen, aber ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mit Runway-Markings mich beschäftigt habe, ehrlich gesagt. Dann 6 Markings, 900 Touchdown so und unter 200 4 Markings, 600 Touchdown. Siehst du? Guter Mann. Guter Mann. Hast du doch schnell nachgelesen. Also merke, für eine gute Landung. Establish early. Aim at the 1000 Foot Marker and look at the end of the runway. Das sind so meine drei Key Learnings, die mir am besten helfen, um das Flugzeug weiß hinzusetzen. Any questions? Nee, nee, das weiß man. Ist klar. Wie heißt es so schön? Leute im aktiven Flugdienst wissen das. Captain Swiss, hi! Ja, Christian, du hast jetzt auf jeden Fall Konkurrenz. Gibt es noch den ultimativen Tipp, um auch die Centerline zu treffen? Wann ziehe ich jetzt auf Idle? Hatte ich versucht zu sagen, so bei diesen 20, 30 Fuß. Aber auch da kann man nicht so unfassbar genau sagen, wann der perfekte Moment ist. Es kann sein, dass wenn du zum Beispiel ein bisschen schnell bist, dass du in 50 Fuß Idle ziehen musst. Es kann sein, dass du bis zum Touchdown, weil du sehr, sehr langsam wirst, den Thrust stehen lassen musst. 20, 30 Fuß ist ein guter Wert für ein 320. Für ein 340, 380 machst du es bitte früher. Jetzt hier die Streifen während der Landung. Genau. Genau. Also da gibt es keinen, da gibt es wie überall, ne? Das ist so zu fragen wie, hi Rammel. Das ist so ein bisschen zu fragen wie viel Power brauche ich im Approach? Da kannst du auch nicht sagen, ne, du brauchst so und so viel Power, ne? Das kann Idle sein, das kann Climb Power sein. You don't know. Das muss man ein bisschen für sich selbst rausfinden, aber wenn du normale Bedingungen hast, wirst du mit etwa 20, 30 Fuß gut dabei sein, auf Idle zu ziehen. 60 Fuß Breite, 4 Threshold Striche, 75, 6. Ja, absolut. Hier stehen sie, alles gut. Dafür ist es ja da. Tatsächlich tue ich das. Wie mache ich das mit dem Alignment mit der Bahn? Ich pendle häufig von links nach rechts. Dragman. Was hilft, wieder oben? Weniger ist mehr. Man neigt so ein bisschen zum Überkorrigieren. Kleine Inputs, kleine Korrekturen. Und wenn die Bahn, wie soll ich sagen, wenn du deinen 1000-Fußpunkt angenagelt hast und du hast die Bahn relativ mittig vor dir, versuchen so wenig wie möglich nach links und rechts mit der Bank zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass man dazu neigt, zu viel zu korrigieren und dann machst du es dir selber schwer. Und deswegen macht das Alignment mit der Bahn schwer. Versuch mal kleinere Inputs. Weil das spricht dafür, dass dieses Pendeln, das kommt häufig davon, wenn man immer zu viel macht. Weniger ist mehr. Weil dann pendelt man auch nicht so. Und wenn du einmal, wenn du den gut hast, stehen lassen. Nur noch ganz, ganz, ganz kleine Korrekturen. Und sonst üben, üben, üben. Üben hilft. Sonst noch was dazu? Vielleicht fällt es ja auch später noch ein. Dann wird es jetzt nämlich weitergehen mit damit. Crosswind-Landing-Technik. Da hole ich jetzt ein schönes Video raus. Ich mache es für euch einmal kurz so lange hier aus. Hey, das waren die Flugdaten, Entschuldigung. Zack. Dann kann ich das nämlich mal kurz wiederholen.
So, du ziehst mal weiter. Ja, mach das. Vielleicht, wir sehen, wir fliegen nachher nochmal, Irwusa. Sorry, wenn es ein bisschen langweilig ist, aber jetzt kommt ein Video. Lass uns krabben. Genau so ist es. Diese Korrekturen sind bestimmt besser Real Life, da du eine bessere Resonanz hast. Ja, also Real Life ist es insgesamt fast, würde ich sagen, ein bisschen leichter, weil du insgesamt immer genau merkst an deinem Hosenbodengefühl, was das Flugzeug macht. Wird es langsam, wird es schnell? Nimmt es die Nase runter, nimmt es die Nase hoch? Wie bewegt es sich unter dir? Deswegen ist es auch einfacher mit den Korrekturen, würde ich sagen. So das Gefühl, man hat ja auch kein Force Feedback so richtig. Deswegen weißt du immer nicht so richtig, was macht das Flugzeug. Und man muss sehr viel visuell machen, ne? Das ist dann schwerer. So. Also ich habe hier ein. Es ist uralt, das Video, aber es ist meiner Meinung nach eins der besten Videos für Crosswind-Landings. Die machen das nämlich so schön. Ich muss ja die Spülmaschine reparieren. Have fun. Zack, das war's. Genau. Wie gesagt, Video ist, glaube ich, 15 Jahre alt, aber es sind trotzdem so ziemlich die besten Crosswind-Landungs mit, die man so ohne weiteres findet. Weil alle anderen sind halt einfach nicht schön gemacht dann oft. Was fällt auf beim Video? Wie machen die Jungs das? Oder Mädchen? Oder divers? Was auch immer. Gut zu Fuß. Dankeschön für dein Follow. Auch eine sehr schöne Landung. Mit dem Joystick. Mit dem Joystick. Aber nicht nur, oder? Ich glaube, mit dem Joystick haben die gerade relativ wenig gemacht. Stellen das Moped in den Wind. Ja, das ist das Coole, stehen Sie. Das Moped stellt sich quasi ja von alleine in den Wind. Genau, mit dem Ruder. Das Ruder brauchen wir auf jeden Fall. Nase in den Wind. Ja. Wie gesagt, nochmal, die Nase in den Wind, das macht das Flugzeug relativ gut von alleine. Da muss man gar nicht so viel machen. Gegen den Wind, ja, gegen den Wind fliegen ist ein super Tipp. Also da mit Tailwind landen, mit dem Wind wäre eine ganz, ganz, ganz schlechte Idee. Sehr gut. Das Moped in den Wind, das gefällt mir mit am besten. Kommen wir nachher gleich noch drauf. Was ist denn unser Grundproblem? Unser Grundproblem ist, dass die Nase nicht dahin zeigt, wo wir landen wollen, weil der Wind uns verschiebt. Unser Heading, also die Nase des Flugzeugs, zeigt in den Wind und der Track, der Weg über Boden, der zeigt aber ganz woanders hin.
Wenn du als Passagier die Landebahn sehen kannst, nicht gut. Genau, wenn du aus dem Seitenfenster rausguckst, dann ist auch nicht gut. Genau, dieser Vorhaltewinkel zwischen Heading und Track nennt man Wind Correction Angle, WCA, oder auch gerne den Crab, ne? Mr. Crab dahinter. Das ist so unser Grundproblem. Wir müssen es also schaffen, möglichst lange über der Bahn so anzufliegen, wenn wir viel Wind von der Seite haben, so wie wir es eben so ein bisschen versucht haben zu machen. Mit dem Main Gear auf der Windseite als erstes aussetzen. Richtig gut, Christian. Ja, genau. Fliegst du quer, siehst du mehr. Ja. Aber es gibt auch extreme Sinkraten mit dem Luftwiderstand. Extreme Sinkraten mit dem Luftwiderstand? Wie gleicht man das aus? Wie meinst du extreme Sinkraten mit dem Luftwiderstand? Also du bewegst dich ja in der Masse. Musst du einmal kurz erklären. Ich mache so lange mal ein bisschen weiter. Das ist unser Grundproblem. Wir müssen also etwas zum Lösen unseres Grundproblems tun. Aber vorher habe ich, glaube ich, genau, noch einmal dazu, wie das im Flugzeug aussieht. Und zwar sehen wir hier unten, ja, ich weiß, das ist eine Take-off-Seite. Jetzt seid nicht so gemein zu mir. Im Flieger ist das auch ganz schön gesehen. Unsere gelbe Linie unten, das ist unser Heading. Heading steht da. Und unsere grüne Trackraute, das ist unser Track. Also da, wo wir über den Boden hinfliegen. Das ist das Dankbare am Airbus. Unser Airbus sagt uns immer schon, wo unser Track ist. Also unser Weg über Boden. Das ist ein bisschen fieser in zum Beispiel in einer Standard Cessna, weil die sagt uns nicht, wo unser Weg über Boden ist. Da muss man das noch fleißig selbst ausrechnen. TV Simulations, ein wunderschön. Schön, dass du da bist. Also ist der Unterschied hier dann einfach der Winkel, das ist der Wind Correction Angle. Der Airbus zeigt einem das ganz einfach an. Track FBA. Ja, geht ja leider nicht in dem Dings, ne? Aber macht man auch selten. Und um den Unterschied nochmal so richtig klar zu machen, was ist ein Heading und was ist ein Track, habe ich nochmal eine richtig schöne Zeichnung gleich gemacht. Genau, Airbus ist dankbar, der hat eine Trackraute, der sagt uns also, wo wir hinfliegen. Wenn wir die Trackraute auf die Bahn legen, dann wissen wir, egal wie der Wind ist, wir kommen auf der Bahn an. Kurzes Verständnis: Heading, wo die Nase hinzeigt, Track, Weg über Boden, das hatten wir schon gesagt. Jetzt kommt meine richtig gute Zeichnung, um den Unterschied für die, die es nicht wissen, einmal zu verstehen. Hat mir irgendein Fluglehrer war es an der Schule mal so erklärt und ich fand die richtig gut, die Analogie. Bearing ist quasi das gleiche. Bearing ist zu einer NDB. Und zwar hat er das erklärt mit einer Dog Curve. Was ist eine Dog Curve? Wir stellen uns vor, unser wunderschöner Hund hier steht auf der linken Seite vom Fluss. Unser Hund will sich sein Stöckchen holen. Der Fluss fließt von oben nach unten. Und wenn der Hund jetzt ins Wasser springt, um sich seinen Stock zu holen, dann zeigt er immer mit der Schnauze und den Augen direkt auf den Stock. Was passiert? Er wird also immer weiter nach unten im Fluss mitgetragen. Er muss also immer weiter wieder zurück korrigieren. Das ist geistig, ist gut, ne? Und es wird immer weiter, der Hund wird immer wieder weiter nach unten getragen, bis er wieder dichter an den Rand kommt, wieder weiter oben ist und dann endlich hier aus dem Wasser kann, um seinen Stock zu holen. Und diese Kurve wollen wir quasi vermeiden. Da hilft uns unser Track. Das wäre die Kurve, würden wir immer schön auf unser Ziel zeigen und würden dann analog zum Fliegen eben nicht durch den Fluss, sondern durch den Wind so versetzt werden und würden immer so eine blöde Kurve fliegen. Um das nicht zu machen, sei Michael Phelps. Er ist nämlich clever und hält beim Schwimmen immer schon in den Fluss vor. Weil er in den Fluss vorhält, kann er mit einer schönen geraden Linie, wie ihr sie rosa seht, zu seiner Goldmedaille durchschwimmen. Und genau das versuchen wir auch zu machen in unserem Flugzeug. Wir wollen also nicht ständig mit der Nase irgendwie hinterher. Wir gucken schön vor die Bahn, in den Wind sozusagen. Und deswegen ist der Weg über dem Boden mit unserer Trackraute, führt uns direkt zu Olympischen Gold. Kurzer Ausflug. Also, Dog Curve, doof. Track, Vorhaltewinkel. So wollen wir das machen. Don't be a dog, be like Phelps. Was ist das zweite Grundproblem, das wir haben? Die Zeichnung kennt schon einige. Das zweite Grundproblem ist, was passiert denn mit dem Flugzeug, wenn wir den Wind Correction Angle rausnehmen? Also wir haben unser Flugzeug und das Flugzeug zeigt mit der Nase schön über dem Wind. Wir sind Phelps, wir halten schön vor.
wollen das richtig cool machen, haben jetzt das Problem, das Flugzeug wieder gerade zu kriegen. Was passiert jetzt, wenn wir das gerade latschen, sage ich mal? Also so, wie wir das eben im Video gesehen haben. Das Problem ist, jetzt von vorne gesehen, wenn die Flugzeugnase nach links sich dreht, schiebt sie den rechten Flügel vor. Wenn der rechte Flügel vorgeschoben wird, dann kippt es ganz genau. Genau stehen sie. Der Flügel wird vorgeschoben, der rechte, deswegen ist er schneller als der linke. Deswegen macht er mehr Auftrieb. Mehr Auftrieb heißt, er will hoch, ganz einfach. Und wir kriegen, so wie es rot gezeigt ist, einen Rollmoment mit. Der Airbus kann das so ein bisschen countern, aber muss man trotzdem was gegen tun. Rafasa, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Könnte man fast die Bahn da oben einblenden, dass der dann so genau mit dem Follow drauf ist. Ja, dagegen müssen wir also auch noch was tun. Und damit gibt es zwei verschiedene Grundtechniken. Was wir eben gesehen haben, das waren eigentlich alle, das ist so die Decrab-Technik, so nenne ich sie, vielleicht gibt es auch noch ein anderes Wort dafür. So sind die 777s eben fleißig gelandet und die 747s. Das ist so für große Flugzeuge ein bisschen besser. Und der Vorhaltewinkel, der wird quasi bis zum Touchdown gehalten und dann gerade gelatscht. Ne, hier sieht man das ganz schön. Dann zieht man ihn gerade. TBO, hilf mir mal, wie macht man es im 340? Ist es auch so gedacht, oder? So richtig mit Low Wing landet da keiner, oder? Input, genau, das ist so eine Frage. Großer Flieger, der landet quasi einfach. Das Coole ist, wenn die Bahn so ein bisschen nass ist, sage ich mal, weil oft geht Sturm ja mit Regen einher, dann kann man tatsächlich mit relativ viel Crab Angle auftreffen. Genau, man tritt ihn gerade mit dem Ruder. Umso trockener die Bahn, desto weniger Crab Angle sollte man eigentlich haben, aber die machen eigentlich nichts anderes. Die landen das Hauptfahrwerk und treten es dann stumpf gerade. Ne? So wie TBO schon gesagt hat, deswegen kann sich das so ein bisschen mitkriegen. Hat halt ein paar Nachteile. Zum einen gleicht es eben dieses Rollmoment nicht so richtig aus, wenn wir ihn gerade treten. Zum zweiten, bin ich noch nicht drauf gekommen, zum zweiten gibt das halt unfassbar große Scherkräfte aufs Hauptfahrwerk. Ne? Wenn das ja eigentlich gleichzeitig so aufsetzt und dann so gerade gedreht werden soll. Meiseli! Dankeschön für deinen Raid! Drei Personen, richtig gut. Vielen, vielen Dank. Wir besprechen gerade, wie man bei Crosswind landet. Ich hoffe, ich kann euch da jetzt noch was zeigen, weil jetzt kommen wir sozusagen zu der Technik, die ich aus dem Airbus kenne. Die heißt nämlich Low-Wing-Methode. So nenne ich sie. Einmal grundlegend zum Airbus. Crosswind-Limit aktuell maximal ist 35 Knoten, inklusive Gusts. Das hatten wir gerade ja probiert in Ibiza, hat auch halt geklappt. Und Fun Fact, umso schlechter unsere Runway-Conditions sind, desto schlechter wird unser maximaler lautes Crosswind. Also für Slush und Frost zum Beispiel habe ich 25 Knoten rausgesucht. Und wenn die Bahn vereist ist, also komplett mit richtig Eis. Vorher waren es 5, aber trotzdem Dankeschön. bei Eis sind es nur noch 5 Knoten Crosswind. Also ihr merkt, umso schlechter unsere Runway-Conditions, desto schlechter unser Crosswind-Limit. Wie machen wir das aber nun? Wie sieht das aus? Der Wind kommt jetzt in dem Fall von links, beziehungsweise wenn wir aus Fliegersicht gucken, kommt er von rechts. Wir versuchen, die äußere Fläche stick to the right, ne, also in Flugrichtung, nach rechts zu nehmen, dass unsere rechte Fläche runterkommt. Das würde jetzt aber heißen, der Flieger würde uns quasi nach rechts abhauen. Dazu müssen wir den mit dem Ruder gerade treten und irgendwer hat es am Anfang schon geschrieben, das ist so diese Slip-Technik. Mit dem Ruder treten wir den dann gerade. Im Aileron gucken wir unbedingt, dass der Flügel unten bleibt. Und dann würden wir quasi mit dem Roof, also mit dem windzugewandten Hauptfahrwerk zuerst aussetzen, so wie es in meiner Zeichnung da wundervoll zu sehen ist. Dann würde das andere nachkommen, dann würde das Nosegear aufsetzen. Das ist so die aktuelle Technik, wie ich auch versucht habe zu landen, eben bei dem Wind. Ohne Ruder ist es halt, ne, so mittelmäßig, aber so sieht das in der Theorie aus. Also, was heißt das Aileron? Into the wind. Also Stick nach rechts, Rudder to avoid drift, also gerade trägen und nicht übermäßig viel flaren. Guter, solider Touchdown. Kannst du das nochmal erklären? Selbstverständlich. Der Wind kommt von rechts. Ja, also du sitzt jetzt imaginär hier, oder? Sind wir im Flugzeug? Wir sitzen im Flugzeug. Der Wind kommt von da. Kollege, das ist aber umgekehrt. Das ist umgekehrt.
Ist es nicht. Wind kommt von da. Mordzahn, ein wunderschön. Andere Hintergrundfarbe? Kannst du haben, was willst du denn haben? In dem Blau. Grün? Grün. Kannst du auch grün haben. So? So. Wind kommt von rechts. Grün, Lieblingsfarbe. Na klar. Jetzt versuchen wir, auch wenn TBO noch das Gegenteil behaupten will, Stick nach rechts. Das ist zu viel. Wir wollen Wing Low, also rechts, die den Flügel nach unten in den Wind haben. Also vielleicht so ein bisschen. Guck es dir so an. Damit wir rechts die Fliege unten kriegen, nach unten kriegen und der Wind nicht runterkommt. Gleichzeitig haben wir jetzt aber das Problem, wenn wir nur das machen würden, dass wir lenken ja nach rechts von der Bahn abdriften würden. Also müssen wir hier quasi um. Das muss ich selber überlegen. Das ist aber richtig. Wir driften nach rechts ab, also wollen wir nach links. So. Also ins linke Ruder, um ihn wieder gerade zu treten. Damit er jetzt nicht nach rechts abhaust, latschen wir ins linke Ruder und würden ihn so quasi gerade drehen. Und dann würde er so zu rechts mit dem Triebwerk aufkommen. Welchen Vorteil das hat, zeige ich gleich nochmal in dem Video. Genau, Cross-Controls oder Slippen. Genau so. Also, warte, ich zeige euch einmal die Controls. Wenn es auf jeden Fall entgegensetzt, genau. Also, wenn der Wind von rechts kommt, Right Stick, Left Rudder. So ungefähr würden die Controls aussehen. Dann Flare und dann noch Idle. Ruder links, Joystick rechts. Genau, bei Wind von rechts. Andersrum, Wind von links, Stick links, Rudder rechts. Also Cross-Controls auch, ne? Immer umgekehrt. So, quasi. Genau. Und das hat den Vorteil, dass wir immer das windzugewandte Hauptfahrwerk zuerst aufsetzen und dass der Wind nicht unter die Fläche greifen kann. Gerade nämlich, wenn wir ihn gerade treten mit dem Ruder, haben wir ja eben gesehen, will unsere andere Fläche eigentlich hochkommen. Da wir da aber rechts schon gegensenken, kommt die halt nicht mehr hoch. Was das auch komplett verhindert sozusagen und ziemlich hilft. Gucken gleich aber nochmal ein Video an, wo es überhaupt nicht passt. Also so halten quasi das rechte Fahrwerk zuerst auf selbst. Genau. Und so kannst du relativ gut geradeaus fliegen. Zugegeben, die Bewegung ist somit die komplexeste Bewegung, die man als Pilot übt, sage ich mal. Steht hier auch nochmal, mit die anspruchsvollste Situation an die Flying Skills. Ist tatsächlich so, weil wir das meiste gleichzeitig machen. Muss uns überlegen, wir müssen den Stick nach rechts, Ruder nach links, wir müssen das Flugzeug abfangen, flaren, also nach hinten ziehen und noch idle ziehen. Also wir machen so vier Sachen eigentlich gleichzeitig. Das ist schon so mit das Komplexeste, was es eigentlich gibt. Deswegen, das muss man einfach üben. Aber dann muss man ja, wenn das Moped aufsitzt, rechts reintreten, oder? Nee, der fliegt relativ gut so. Also der wird dann so quasi, der rollt dann wirklich einen kurzen Moment auf einem Fahrwerk. Dann kommt das andere dazu, dann geht er runter und dann kannst du ganz normal mit deinen Rudern den austarieren. Das ist gar nicht so riesig, die Bewegung, wie man sich das vorstellt. Das sollte man einstellen im Sim- und Platzrunden üben. Wir können ja danach nochmal eine Crosswind-Landing üben. Wir sind ja hier in Ibiza. Da versuchen wir das nochmal, würde ich vorschlagen. Wir machen einfach wieder Max Crosswind, wie wir es davor hatten. Steigen auf 3000 Fuß, fliegen alles runter und dann versuchen wir das nochmal. Okay? Dass man die Bewegung vielleicht ganz gut sieht. Ist nämlich super wichtig, dass die windzugewandte Fläche nach unten kommt. Killer! Einen schönen guten Abend. Und TBO, schreib bitte nochmal in den Chat, was anders ist, Herr Kollege. Wenn ich was Falsches erzählt habe, dann wollen wir das hier rauskriegen. Aber dabei sollte es stimmen. Vorteile: Winlow verhindert, dass genau der Wind unter die Fläche greift. Das Video von LH in Hamburg, wer es kennt, gucken wir uns nämlich nochmal an. Da ist nämlich genau das passiert. Und wir haben quasi keinen Drehmoment auf dem Fahrwerk, weil das windzugewandte aussetzt und dann das andere. Ja, du trittst links rein die ganze Zeit. Ja. Habe ich im Kopf, dass er nach rechts muss. Stehen Sie, wenn du. Nee, genau. Das Ding steht schon nach rechts. Genau. Du bist schon im richtigen Ruder. Also. Kennt man so, dass man mit dem Ruder das Alignment macht und das Aileron gegen die Drift. Ja, ach so, ja. Ja, aber wie rum man das macht. Also das ist ja.
Man kann das natürlich, was TBO meint, ist, dass man einmal gerade tritt, dann das Aileron nimmt und dann landet. Okay. Aber mal ehrlich, beim Landen ist es ja so, dass das alles eine Bewegung ist, oder? Also ich kenne niemanden, der einmal so macht, so macht, so macht und dann landet. Das ist ja alles eine Bewegung. Genau. Von daher über die Reihenfolge, ja, von mir aus. Ja, genau, das Video hattest du vorher im Kopf. Dann gehen wir auf ein Dickschiff. Ja, wir reden ja zum Glück nicht über das Dickschiff gerade, sondern über ein 320. Wir reden ja darüber, wie man 320 mit Crosswind landet. Aber glaube ich dir total, dass es auf dem Dickschiff anders läuft, ja. Das verstehe ich nicht. Wieso links reintreten? Dann dreht der Flieger nach links, oder? Trautmann, genau. Der Flieger dreht nach links, aber du hast das Aileron ja nach rechts. Deswegen fliegt der Flieger tatsächlich einfach geradeaus. Ist immer alles hoppla, hoppdihopp auf einmal, genau. Stimmt. Also das glaube ich auch, dass bei großen Fliegern, dass das ein bisschen getrennter ist, weil man einfach mehr Zeit hat, weil die Masse ja auch mehr Zeit braucht, um gerade getreten zu werden, um quasi in die Bank zu gehen. So ein 319, leichter 319 im Extremfall da. Man, das so richtig, ich habe die Bewegung quasi so, genauso wie man den da hindreht, quasi im Gehirn. Trautmann, wir machen gleich nochmal einen Max-Crosswind-Anflug. Vielleicht kriegt man es dann rüber. Ich habe, wie gesagt, keine Pedale, deswegen. Aber ich versuch's. Bei größeren Flieger ist es sequenzieller. Eigentlich, wie es im Buch steht. Ja. Hanjo, wenn der Wind von rechts kommt, würde ich gefühlt eher Right Rudder machen. Nee. Hanjo, wenn der Wind von rechts kommt und uns rechte Ruder latscht, dann. Fliegst du sonst wohin? Also, wenn der Wind von rechts kommt, dann nimmt das Flugzeug ja automatisch schon die Nase in den Wind nach rechts. Das heißt, du musst ja nach links mit der Nase. Die Panik. Die Panik. Deswegen ist es gut, einen entspannten, langsamen Anflug zu machen, um sich gut vorher klar zu machen, was muss ich machen. Die Jibt ist auch nicht so leicht leseitig. Ja, stimmt. Genau. Wenn du die vorher schon überlegt hast, okay, der Wind kommt von rechts, Right Aileron, Left Rudder. Macht das der Autopilot auch? Bei Autoland ja. Allerdings, wenn man mal ehrlich ist, Crosswind-Landung mit Autoland gibt es eigentlich fast nie. Weil Autoland bedeutet ja, dass man eine Sicht hat, die einfach unfassbar schlecht ist. Und bei Nebel gibt es ja oft keinen Wind, oder? Also da musst du schon echt suchen. Da musst du schon richtig suchen, glaube ich. Also mag es geben, aber. Üben ein paar Anflüge, machen wir gleich nochmal. Key Learnings, Low Wing für 320. Aileron into the wind, rudder to maintain directional control und a firm landing is desired. Falls das, wie es ja gerne mal passieren kann, nicht klappt. Uch, mal wieder der Falsche. Sorry. Falls das mal wieder erwarten nicht klappt. Was machen wir? Was machen wir? Wenn wir einen richtig, richtig blöden Anflug haben. Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie an unser A320 auf dem Flug nach, keine Ahnung. Bitte nehmen Sie Platz ein. Ja. You have control. You have control. Neustart. Genauso ähnlich. Weil das mit Crosswind zu tun hat, müssen wir uns das einfach auch nochmal angucken. Warum es so wichtig ist, Wing Low zu haben. Ihr kennt das Video bestimmt. Spätestens, wenn die Kamera gleich umdreht, kennt ihr das Video. Diese Low-Wing-Methode, das sieht man nämlich super geil im Video, ist extrem wichtig. Und warum sieht man in dem Video, wer es nicht kennt? Control to Captain. So, sie korrigieren nach rechts, Wind von rechts offensichtlich. Bisschen hoch, bisschen schräg. Eigentlich jetzt schon alles blöd, aber man will ja noch landen. Fläche, jetzt wird gerade getreten, jetzt kommt die rechte Fläche hoch, Wind kommt unter die Fläche und jetzt ist Kacke. Deswegen ist das so richtig wichtig, dass die Fläche nach unten kommt, dass der Wind nicht unter die Fläche ziehen kann. Man sieht es selten besser in dem Video, finde ich, als hier. Guck das mal an. Man sieht es genau, er tritt gerade, Fläche geht hoch, Wind kommt runter und tschüss. Und dann wird eben durchgestartet. Idealerweise vielleicht nicht wie hier mit Aufsetzen des Flügels auf der Bahn.
Das wollen wir ja nicht so richtig. Sondern wir wollen uns einmal angucken. Wenn es nicht gleich klappt, was man denn macht. Slendermax, du übst Ansagen. Das finde ich klasse. Hamburg, genau, das war in Hamburg. Da war doch was mit halber Eleron-Autorität, wenn das Fahrwerk aufsetzt, oder? Lenk, muss ich nachlesen. Du meinst quasi, dass der Computer halb Aileron mehr rausnimmt, damit ich mehr Spielraum im Stick habe. Muss ich nachgucken. Der Lulatsch! Das geht am Flugzeug an. Gut, keine Ahnung. Genau. Cool. Gibt es noch Fragen dazu? Wie gesagt, ich mache jetzt noch, wenn es nicht klappt, dann starten wir nämlich durch, wie man Goron macht. Und dann gucken wir uns nochmal Crosswind im Flieger an. Die Frage kann ans Gate andocken, Lulatsch, ja. Musst du oben in die Einstellung gehen, beim Funk und fragen, ob das Gate andockt. Siehst du auch, dass das Gate andockt? Bin angedockt an unserem Ferrari-Flieger. Kannst du den Input für den Flare zeigen? Du meinst, wie viel du ziehen würdest für den Flare? Das bringt dir relativ wenig, wenn ich das zeige, weil das völlig, völlig frei, glaube ich, von mir ausgedacht ist. Ich weiß nicht, wie viel. Also, man zieht nach Gefühl. Man musste mehr ziehen, man musste weniger ziehen. Da gibt es keinen. Wenn du wieder wegsteigst von der Bahn, dann hast du zu viel gezogen. Wenn. Du, ganz ehrlich, das kann man so nicht sagen. Das macht das ja auch Schöne am Piloten simulieren, dass jede Landung anders ist. Jede Landung ist anders. Es kann eine Landung geben, da musst du langsam ziehen. Es kann eine Landung geben, da musst du richtig, richtig schnell ziehen. Es kann eine Landung geben, da ziehst du 10 Fuß über der Bahn. Es kann eine Landung geben, da ziehst du 50 Fuß über der Bahn. Das kann man nicht hundertprozentig sagen. Du willst die Sinkrate brechen, nicht wieder climben. Genau. Bist du Co-Pilot oder richtiger Pilot? Beides. Ich bin beides. Das ist so der Punkt, den du merken musst, beziehungsweise fühlen musst. Genau, Christian, das fasst es gut zusammen. Also zwischen der fliegt wieder weg von der Bahn und unsere Flügel brechen ab. Max Airflex, vielen Dank für dein Follow. Danke für den Support. Du tust dich auch immer schwer. Im echten Fliegen wahrscheinlich besser wegen des Gefühls. Man merkt eben besser, was das Flugzeug macht. Wie gesagt, dadurch, dass das hier alles visuell ist, ist es sehr artificial, also sehr künstlich. Am richtigen Flüger hat man besseres Gefühl, was das Flugzeug. Gut, aber da es um Co-Piloten und Piloten geht, was eine Berufsbezeichnung ist, würde ich sagen, gucken wir uns nochmal den Go-Around an. Go-Around! Warum macht man Go-Around? Warum würdet ihr durchstarten? Warum tut man das? Man kann auch immer landen. Eigentlich. Kriegt nochmal einen Schluck. Quasi ein Landeabbruch, sozusagen. Oder ein Anflugabbruch. Genau. Wenn noch ein Flieger an der Bahn ist, genau. Zum Beispiel. Also die Bahn ist blockiert, aus welchem Grund auch immer. Was auch immer da drauf steht. Deswegen würden wir durchstarten. Man nicht anhalten kann, man halt wieder was machen, damit der Flieger am besten kann, weiter fliegen. Bisschen unstable. Hundertprozentig richtig. Wenn man nicht anhalten kann, also du meinst im Sinne von Bounce Landing. Punkt. Hast schon so einen verpasst. Sehr gut. Habe ich auch aufgeschrieben. Windshear. Habe ich auch aufgeschrieben. Richtig, richtig, richtig gut. Auch in Hamburg bei zu starkem Wind. Auch richtig. Genau. Also wenn der Wind außerhalb unserer Limits ist, kann ja auch von hinten zum Beispiel sein. Absolut. Gibt es eine Menge Gründe. Ich habe auch noch ein paar aufgeschrieben. ADC habe ich nicht mit aufgeschrieben. Richtig gut. ADC hat uns nochmal rausgeschickt. Rastermatte, der missglückte Anflug. Genau, so ist es. Obse, warum macht man einen Go-Around und einen schönen guten Abend? Genau. Also es gibt viele Gründe. Das sind mit Abstand nicht alle. Landweg kann blockt sein. Eine sichere Landung kann aus irgendeinem Grund nicht möglich sein. Warum auch immer. Am Minimum sieht man nichts. Standard Go-Around. Fehler am Flugzeug, das Landen gerade, wo der Go-Around besser ist als jetzt zu landen.
Windlimits, Windshear oder dein Kollege sagt Go Around. Du machst es auch. Genau, wenn man die Touchdown-Zone verpasst, genau, Protestbewegung auf der Runway. Punkt, Punkt, Punkt. Es gibt 1000 Gründe, Go-Around zu machen. Es gibt quasi so eine Art Rundschreiben. In dem Rundschreiben werden immer alle Piloten bei uns brav wieder gerade ausgerichtet, weil es werden grundlegend, ich glaube, über alle Airlines werden eigentlich viel weniger Go-Arounds geflogen, als sie hätten geflogen werden müssen. Deswegen ist so ein Mindset eigentlich ganz gut. Also es wird halt einfach stumpf immer durchgestartet, außer es passt alles. Quasi vom Mindset her, dass ich mir sage, ich will eigentlich durchstarten und ich starte nur nicht durch, wenn alles passt. Du standst mal drin, das macht natürlich niemand. Ne? Niemand denkt sich, hey, ich starte immer durch und wenn alles passt, dann lande ich. Kann natürlich niemand sagen. Aber so vom Mindset her finde ich es gar nicht so verkehrt. ATC callt den Flieger vor dir. Traffic 4 miles, be ready for quick one. Und der, ja, zum Beispiel. Kann ich mir vorstellen, ich bin wirklich viel geflogen und nie ein Go-Around. Ja. TBO kannst du ja auch gerne mal schreiben. Was hast du so für einen Schnitt bei Go-Arounds? Also ich habe ziemlich genau einen pro Jahr. Irgendwas passt nie. Ach doch, es gibt schon ziemlich viele Landungen, wo alles in Limits passt. Das kommt noch. Genau. Also es ist wichtig, dass irgendwie 3 bis 4 pro Jahr, oh, das ist viel. Also ich habe echt, also 1,5 maximal, würde ich sagen. Also ich komme vielleicht auf 15, flieg seit 10 Jahren, also 1 bis 2 pro Jahr, irgendwie so dazwischen. Das ist aber Langstrecke, das ist aber viel. Der Mann mit vollem Tank. Was kostet ein Go-Round? Tja, das ist eine gute Frage. Müsste man mal gucken, wie viel Sprit da durchläuft. Kann man gar nicht so genau sagen. Die Frage ist auch immer, welche Kosten wirklich verursacht werden. Es kann ja sein, dass du zum Beispiel knappe Umsteiggäste hast, die ihren Anschlussflug nicht mehr bekommen, weil du durchstarten musstest. Dann wird es halt irgendwann logischerweise wirklich ziemlich teuer. Pauschal immer schwierig zu sagen, was das so kostet. Muss ich auch mal nachgucken. Ich weiß nicht, wie viel Sprit da durchgeht. Keine Ahnung. Eine Standardrunde. Halbe Tonne vielleicht. Bisschen mehr. 600 Kilo Größenordnung. Kommt aufs Flugzeug an, ne? Bin jetzt beim 320. Genau. Also muss nicht nur Sprit und ATC-Gebühr sein. Es kann auch teuer werden, wenn Gäste zum Beispiel ihren Anschluss deswegen nicht kriegen. Weil man zum Beispiel knapp dran ist. Deswegen 20 Minuten später landet, weil man einen Langoron machen muss, um wieder in die Reihe zu kommen. Und dann müssen die ja entschädigt werden, weil die vielleicht erst am nächsten Tag fliegen und abends ins Hotel müssen. Das wäre so ein Grund. Muss man sich vor der Firma rechtfertigen? Das sind ja Mehrkosten. Das ist eine fantastische Frage. Das kommt tatsächlich ziemlich auf deine Airline an. Kann auch nur wieder für uns sprechen. Ich habe noch nie gehört, dass sich irgendjemand rechtfertigen musste, dass man Go-Round macht. Wir sind dazu angehalten, Go-Rounds zu machen, wann immer es nötig ist. Und doof gesagt, lieber ein Go-Round zu viel als ein zu wenig. Die Kosten sollten das Letzte sein, woran man da denkt. Also der wird gemacht und fertig. Kann bei anderen Airlines anders laufen. Da wird dann früher oder später vielleicht mal jemand nachfragen. Ja, genau. Weil, das steht ja auch darunter, Sprit ist teurer. Der Sprit ist teurer als ein Fahrwerk oder der ganze Flieger. Ja, ich wollte gerade sagen. Genau. Ich habe da so Sachen über Ryanair gehört. Zu wenig Fuel und so. Mhm. Herr Christian, du sagst ja genau das Richtige. Ich habe ja einen Vorteil hier mit dem Mikrofon. Genau. Nee, habt ihr. Ja, passt genau so. Deswegen steht unten da auch nochmal richtiges Mindset. Es ist ein normales Procedure. Wir üben das auch jedes Jahr im Simulator unter verschiedensten Bedingungen. Bei schlechter Sicht, also bei Lowest Approaches, bei Triebwerksausfall. Normal, wie auch immer. Wie sieht unser Procedure dazu aus? Pilot Flying, Pilot Monitoring. Tatsächlich ist das alleine immer ein bisschen schwierig darzustellen, weil in relativ kurzer Zeit relativ viel zu machen ist. Der Pilot Flying beschließt, Mensch, da rollt das Flugzeug auf die Bahn, das sehe ich gerade noch, wir machen jetzt einen Go-Round. All dafür ist Go-Round Flaps. Schmeißt den Thrust Lever in die Toga, Notch, also ganz da vorne, klick, klick, klick,
Schon. So. Dann steht hier Toga. Da muss er hin. Grundlegend für einen Go-Round. Warum macht man die Flaps? Nun, die Flaps bringt man eine Stufe hoch, damit sie ein bisschen weniger Widerstand hat beim Durchstarten. Hat man eine bessere Climb-Performance. Also in der Regel fliegt man ja Flaps Full an. Dann werden es Flaps 3. Wenn man Flaps 3 anfliegt, macht man Flaps 2. Das macht der Kollege. Er bestätigt das auch. Ja, also Go-Round Flaps. Flaps 3. Gibt es so eine Ausnahme, das ist jetzt aber wieder sehr, sehr speziell. Es kann mal sein, dass bei einer Overweight Landing, wo man nicht mit Flaps voll anfliegt, beim 320 geht man von 3 direkt auf 1 plus F. Das ist aber sehr, sehr speziell. Wollte ich trotzdem in Klammer mal dazu schreiben, der Vollständigkeit. Der Fliegende liest danach sein FMA vor, wenn die Klappen gesetzt sind. Also, go around Flaps. Flaps von... Wir haben Flaps Full Anflug gemacht, der Kollege schaltet die in Flaps 3 und jetzt lesen wir hier unser FMA vor. Da steht dann Mentoga SRS Goron Shrek zum Beispiel. Wir lesen aber einfach vor, was hier steht. Der andere Kollege guckt in der Zwischenzeit, Mensch, jetzt müssen wir so langsam steigen. Ne? Also er guckt einmal, Radio Altimeter geht hoch, Vertical Speed geht hoch, unser Altimeter steigt. Also er stellt einmal sicher, wir steigen. Wenn wir steigen, sagt der Positive Climb. Geh ab. Macht er jetzt hier logischerweise nicht, weil wir am Boden sind. Dann geht das Fahrwerk hoch. Und das war im großen Teil schon unser Go-Around. Gar nicht unendlich kompliziert. Man sieht übrigens sehr wenig. Ja, ich zeige im Sinn, aber ich habe da auch nicht viel gezeigt. Aber du hast natürlich recht. Danke für den Hinweis. Also nochmal. Go-Around Flaps in die Toga-Notch. Ungefähr 15 Grad Pitch, hoch mit der Nase. Oder Positive Rate, genau. Kollege schmeißt von Flaps Full auf Flaps 3, sagt Flaps 3. Wir lesen vor, Mentoga, SRS, go run track. Der Kollege überprüft, steigen wir, Positive Climb, gear up. Schon haben wir unseren Go-Run sozusagen gemacht und sind am Steigen. Viel mehr passiert da eigentlich nicht. Warum ist das Toga-Setzen wichtig? Was heißt SRS? Es ist das Speed Reference System. Hält dich quasi für bestimmte Geschwindigkeiten. Genau. Goron Schreck ist, glaube ich, einfach nur geradeaus, bis du quasi in deiner Acceleration Altitude bist. Dann rausziehst, dann geht er wieder in den Navigationsmod. Guter Speed, ja, richtig gut. Genau. Und dein SRS beim Start hält es sich einfach wie 2 plus 10. Und die Speed für ein Go-Around, müsste ich lügen, muss ich auch nochmal nachgucken. Welche Speed genau SRS im Go-Around hält. Wahrscheinlich auch irgendwas Imaginäres wie 2 plus 10. Muss ich aber nachgucken. Genau. Hält dich auf jeden Fall auf einer Speed, auf der du sicher steigst. Und sobald du dann an deiner Acceleration Altitude angekommen bist, also wo wir quasi beschleunigen und den Flieger aufräumen, da gehst du ja dann wieder in die normalen Modes. Aber TBO auch gerne nochmal rein. Toga setzen einmal ganz wichtig, damit der Flieger sozusagen in die Go-Round-Phase kommt. Das ist ja im FMC auch drin, die letzte Phase der Performance-Page. Genau, die Acceleration Altitude, ne? Die Go-Round Acceleration Altitude, absolut. Also Toga setzen wichtig, weil der Flieger dann einmal in den Go-Round-Modus kommt sozusagen. Er weiß, dass er jetzt nicht mehr landen wird, sondern er durchstartet. Deswegen muss der einmal in die Notch. Ganz wichtig. Es gibt auch noch so einen kleinen Sonderfall, das heißt Discontinued Approach. Gibt so zum Beispiel in Stockholm, das ist ein ganz schöner Flughafen dafür. Kann sein, dass deine Go-Around-Altitude, auf den du gehst, die Neos haben auch einen Reduced-Toga-Modus, genau. Ja, absolut, haben sie. Es kann in Essa zum Beispiel sein, also in Stockholm, dass die Go-Around-Altitude 1500 Fuß hoch ist. Und macht man seinen Anflug, ist in 2500 Fuß und der Lotse sagt dir, keine Ahnung, you're getting too close to the preceding traffic, go around. Ist man 2500 Fuß, schiebt Toga rein und soll auf 1500 Fuß sinken. What machen? What to do? Hab im Kopf, Toga's Thrust ist voller Schub. Das ist so, genau. Dumme Frage, wenn ihr im Airpop anfliegt, wo NADP1 aktiv ist. Gar nicht. NADP ist nur für die Departure.
Noise Abatement Departure Procedure. Also es heißt ja schon Departure Procedure. Also hat nichts mit dem Goran zu tun. Ja, genau, Heino. Eben nicht. Also du musst ja auf deine Goran Altitude, in dem Fall dieses 1500 Fuß. Hat darauf keinen Impact. Nope. Überhaupt nicht. Goran ist Goran. Hat nichts mit der Departure zu tun. Genau. Also hier wäre das jetzt mal ein ganz besonderer Fall. Das ist schon, ja, vom Namen her schon klar. Hätte ja sein können, dass es dafür aufhört. Das stimmt. Der Gedanke ist super. Will nochmal kurz hier auf den Fall raus. Wenn man höher ist als seine Goran Altitude, weil das kann wirklich passieren da. Der steht nämlich ziemlich in der Mitte, turn left und track 328, climb 1500 feet. Wenn ich in 2500 Fuß bin, habe ich wirklich das Problem, ich muss ja erstmal auf die 1500 Fuß kommen. Ich soll ja aber Toga setzen und steigen. Er kann ja schlecht Toga setzen und sinken. Dafür gibt es diesen Discontinued Approach, das ist eigentlich ganz cool. Man disarmt einfach den Approach Mode. Und Autopilot geht dann zurück in Heading Vertical Speed und man fliegt da ganz entspannt hin. Genau, und fliegt dann den Miss Approach, so wie man es machen soll. Ist ein sehr spezieller Fall, aber dachte ich, kann man, wenn man darüber schon mal redet, ja mit reinnehmen. Unelegantere Variante ist einmal massiv in Toga schieben und direkt wieder rausziehen. Gibt es auch, macht man dafür, dass, wenn man zum Beispiel sehr, sehr früh das hat, wenn man in 2800 Fuß ist und auf 3000 Fuß steigen soll, wenn man Toga gesetzt hat, wird man auf jeden Fall durch diese 3000 Fuß schießen. Dann hat man aber einmal so den Modus drin, wie auch so mit diesem Reduced Toga-Schub zum Beispiel, hat den Modus einmal drin, der Flieger weiß, er landet jetzt nicht mehr, sondern ist im Go-Around-Modus und man zieht ihn direkt wieder zurück. Das ist wirklich nur einmal so klack, klack, dass er wirklich nur einmal in der Notch war, damit das Flugzeug in den richtigen Modi ist. Quasi. Wir fliegen an, klack, klack. Und ganz kurz, hier wäre dann wahrscheinlich wieder für ein Autothrust. Genau. Navigation, ganz wichtig, wenn man dann seinen Goran gemacht hat, einmal gucken, was macht mein Flugzeug denn? Kann sehr sportliche geben, die direkt nach der Bahn abfliegen. Es kann welche geben, die vor der Bahn schon abbiegen. Und muss ich einmal wirklich... Was machst du nochmal mit der Höhe? Machen wir gleich nochmal. Dass man sich einmal Gedanken macht, fly the aircraft im Notfall mit Heading, falls es nach nicht geht, falls der Flieger nicht dahin fliegt, wo wir hinfliegen wollen, müssen wir das eben selbst mit dem Heading machen. ATC sagt uns auf jeden Fall, wo sie uns haben wollen, wenn wir einen Go-Round gemacht haben. Und ja, bei der Acceleration gehen wir wieder in die Flex MCT Launch, ganz normal, beziehungsweise Climb für den Autothrust, je nachdem, ob Engine Fail oder nicht. Wir machen eine beruhigende Ansage an die Passagiere, wenn wir im neuen Anflug sind, besprechen kurz unter die Kollegen nochmal, was schiefgelaufen ist und ob derjenige, der gerade angeflogen ist und sozusagen den Go-Around auch geflogen ist, ob der sich noch einen weiteren Anflug zutraut. Approach Phaser aktivieren, Wettereimer eingeben und dann ab Buddha auf die Bahn. Genau. Und was machst du nochmal mit der Höhe? Genau, Simulation. Das kommt tatsächlich drauf an. Also wie gesagt, wenn man sehr knapp unter der Höhe ist, auf die man steigen soll, ist es sinnvoll, einmal kurz vorne in die Toga-Nusch direkt wieder rausziehen. Also so ein verkapptes Goran-Procedure zu fliegen, mit dem Callout, mit dem Procedure aber nur ganz kurz in Toga zu schieben und direkt wieder rauszuziehen. Wenn man nur 200-300 Fuß zum Steigen hat zum Beispiel. Oder wenn man sogar sinken muss, ist es sinnvoller, den Approach abzubrechen, indem man, wenn du drüber bist, genau, dann macht man diesen Discontinued Approach, dann würdest du einfach, bist ja auf dem ILS, ne? Genau so sieht's aus, machst du so, Flugzeug geht in Heading und Vertical Speed, und dann sinkst du quasi einfach mit dem Autopiloten auf die 1500 Fuß und räumst deinen Flieger ganz entspannt mit dem Autopiloten auf. Ist nicht sinnvoll, dann Gas reinzuschieben, um irgendwie wegzusteigen. Ist aber auch schon ein sehr spezieller Fall. Also den Fall gibt es halt, ja, ich weiß nicht, Stockholm ist halt so ein Fall. Da habe ich es auch gerade noch vom geistigen Auge, ansonsten hast du das fast nirgendwo eigentlich. Mhm. Du sagst ja dem Lotsen einmal Go-Around und wenn der sagt, follow standard Mist Approach Procedure und dein Mist Approach Procedure sieht vor, auf 1500 Fuß zu steigen, dann sinkst du halt auf 1500 Fuß. Absolut. Machst du. Ich weiß, das ist total blöd und komisch, aber ist so. Realistischer ist, dass der dir neue Vektoren für einen neuen Anflug geben wird. Ne, dass der sagen wird, climb 5000 Fuß, turn left, heading bla bla bla, prepare for a new approach. Das ist realistischer, aber es kann ja auch sein, dass er so viel zu tun hat gerade. Andere Länder, andere Sitten. So ist es.
Gibt auch für manche Approaches, da ist es sogar auf den Karten vermerkt, so Exit-Punkte vom ILS praktisch. Stimmt. Very nice Tutorials, ja. Vielen, vielen Dank. Jonas, wie lange streamst du noch? Ich würde sagen, wir machen jetzt, damit das mit den Cross-Controls nochmal klarer wird, nochmal ein paar Anflüge. Bei ganz viel Wind in Ibiza. Und dann aber nicht mehr allzu lange. Vielleicht eine knappe halbe Stunde noch, denke ich. Du bist gerade erst zurück. Ja, aber das ist gar kein schlechter Zeitpunkt. Dann geht es jetzt nämlich wieder so ein bisschen ums Fliegen, sag ich mal. Gibt es noch Fragen? Dann würde ich mich schon mal wieder hier so ein bisschen in meine etwas ungemütlichere Position bringen. Und wir gucken nochmal, dass das mit den Cross-Controls wirklich rüberkommt. Ne? Also wir machen wieder Wind von rechts, wie eben. Halt Aileron. Linkes Ruder. Leer. The Page of Approach von Anywhere. Ja, stimmt. Das machen wir jetzt aber eh, sozusagen. Ja, also wenn wir jetzt, wir machen das mal quasi weitestgehend ohne Flugplan. Und fliegen dann einfach zu unserer Runway. Fertig. Da kann man darüber reden, weil da gibt es dann, wenn man Decent quasi Planning macht, gibt es ja gar nicht mehr so viel zu sagen. Kann der Kapitän einem den Goron verbieten? Also von wegen, nee, das passt. Also wenn er sich auf seine Commander Authority beruft, dann ist der einzige Grund, warum er dich, wenn du einen Goron callst und er sagt, nee, wir fliegen weiter, wäre to achieve a higher degree of safety. Wenn er also der Meinung ist, diese Landung ist sicherer als durchzustarten, dann kann er das machen. Aber dafür braucht er einen unfassbar guten Grund, weil eine Landung ist fast nie sicherer als ein Goron. Also außer es brennen jetzt irgendwie beide Triebwerke. So. Also, aber dann sagst du auch nicht Go-Around. Also ich wüsste nicht, wie man das begründen wollen würde. From everywhere, ja stimmt. Eine andere wäre nice. Ist wie ein Chamäleon. Andere Hintergrundfarbe. Machen wir wieder unser Twitch-Pink. Ah. Ja, seht ihr mich nicht mehr. Ja, zum Beispiel. Genau. Ob's aber, also das Thema ist absolut nicht verkehrt, aber wie gesagt, das wird so nicht sein. Gegenfrage. Kann dir der Kapitän die Landung verbieten? Ja, absolut. Wenn er der Meinung ist, ey, die Landung ist ganz schön anspruchsvoll und ich habe dich jetzt schon 3 Tage gesehen, ich habe dabei ein besseres Gefühl, wenn ich die Landung mache. Würde er das selbst machen. Ist ja Kapitän. Mit der Decklenk, mit dem Sidestep zur Seite kombiniert eine Rollrate. Richtig. Wie kann man dann eigentlich einen Sidestep fliegen, in den wir uns entgegengesetzte Ruder trittst? Versuchen wir mal. Wie gesagt, ich kann es nicht hundertprozentig im Simulator zeigen, weil ich einfach kein Ruder habe. Ich kann hier nur auf der Z-Achse vom Stick so ein bisschen versuchen, dagegen zu spielen. Wir versuchen das gleich mal. Ja, also wir zoomen hier mal ganz weit raus, dann seht ihr die Controls. Und dann gehen wir direkt hinter den Flieger und gucken uns mal genau an, was er macht. Und dann hoffe ich, dass der Sim das hier halbwegs gut macht. Mit dem Satz, die Dienstwoche ist dann aber auch gelaufen. Ja, vielleicht. Ich lade das einmal neu, weil ich uns direkt auf die... Ferrari. Ich setze uns einmal direkt auf die Position. Ja? Dann geht es ja jetzt weniger darum, das Flugzeug anzumachen. Sondern ich setze uns hier direkt auf die 06. Nochmal das Wetter. Wetter können wir im Flieger machen. Starten wir erstmal. Digga, echt nice, wie du das erklärst. Thumbs up, bin echt begeistert. Dankeschön. Wir versuchen, Donnerstag stehen sie. Donnerstag ist Tutorial-Tag. Ich suche mir mal ein Thema raus, das wir versuchen so ein bisschen zu besprechen. Das wäre aktuell immer Donnerstag. Clank ist ein guter Punkt. Da wird sehr speziell, stimmt. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Heißt, er dreht doch immer weiter. Ja. Aber ich weiß nicht, wie weit, weil der Augmentation Computer wird das ja reduzieren irgendwann. Die Rollrate. Weil der ja auch selber quasi dagegen lenkt. Also, wir probieren mal kurz hier, was er macht.
Jo, wenn du es weißt, sehr, sehr gerne, aber ey, da bin ich raus. Welcher Computer mit welchen dann die Raid noch commandet oder nicht? Ich sag mal viel Spaß. Andrew Bruce, moin moin. Wir starten jetzt, machen eine Platzrunde, also so eine externe Platzrunde. Beschäftigen uns dann erstmal, würde ich sagen, kurz mit der Crossfend Landing. Das schien mir interessanter zu sein. Und dann können wir uns auch nochmal angucken, wie wir das mit diesem Land from Anywhere machen. Weil wir setzen uns ja jetzt schon ein bisschen so ab. Von Leib nach Leib. Nee, nicht nach Lieb. Leib. Ne? Will aber das Call sein. Komm, so viel muss sein. Enzo 24 Charlie muss sein bei dem Ferrari-Flieger. Rest ist wurscht. Redner mehr News. Mann, schade. Destination. Arrival. 10 Kilo. Alles Zulu. Zert. Gut, haben wir was drin. Moin, also ich weiß, wenn ein Runway ist beim Start, zeigt der Bus ja auch immer die Runway an. Ja, übersteht das. Toga SRS. Seitenruder rollt das Flugzeug ja auch etwas. Ja, genau. Ja, da wollen wir ja gegen. Wir gucken uns das gleich mal von hinten so ein bisschen an. Du weißt, was Runway ist. Genau. Er sagt hier, Man Flex. In dem Fall würde er jetzt 60 sagen beim Start. 60 haben wir eingegeben. Man Flex 60. SRS, Speed Reference System, Runway. Also einfach, dass er hier den Runway-Mode hat er nur, wenn er einen Localizer hat. Quasi. Also, dass er dir anzeigen kann, auch hier unten, wo du quasi langrollst. Und was gibt es noch? Autostrust Blue. Genau. Toga nicht. Also, du sagst, idealerweise hast du den. Toga sagt, wenn du den ganz nach vorne schiebst, beim Start schiebst du ihn in die zweite Notch. Also in die Flex MCT Notch. In 90% der Fälle. Direkt sind an. Jetzt eigentlich losgehen. Gut, starten wir erstmal. So, jetzt sagt er Manflex 60, SRS Runway Autostrust Blue. Gleich wieder rausgezogen. So, Thrust Set. Knoten, Stick kommt langsam zurück bis 100 Knoten. 100 Knots ist checked. V1 rotate. Positive climb. Gear up. Ich mache mir einfach relativ schnell das Heading an. Können wir auch den Autopiloten anmachen. Ah, okay, das mit der Runway war nicht klar. Okay, kein Thema. So, wir bleiben direkt in 3000 Fuß. Von da machen wir gleich unseren Anflug wieder. Jetzt Level Climb. Eigentlich müssen wir hier auch den Höhenmodus drin haben. Ich weiß nicht, warum zur Hölle er den nicht anzeigt. Ist aber so. Stimmt nicht. Stimmt wieder vorne und hinten nicht. Das ist halt echt ungeil manchmal. Sorry, war der falsche. Flap Zero. Zieh ich hier nochmal. Jetzt. Jetzt stimmt. Stress Climb. All Star ist es schon. Heading und Autothrust. Und dann können wir schon mal rechts raus. 225 vielleicht. Unwichtiges Geld. Hi. Aufregender. Grüße dich. Einen schönen Abend. Wir machen jetzt eine Platzrunde, stellen gleich richtig viel Wind ein und werden dann mal eine schöne Platzrunden landen. Du bist Realpilot, ganz genau so ist es. So, dann gucken wir einfach mal, ob wir ihn zum Slippen kriegen. Also auf meine Seite. Auf meiner Seite ist nämlich alles besser. Bin noch nie geflogen, aber interessiert sich für mich. Oh, dann bist du hier sehr richtig. So wichtiges Geld, ja, der Name ist auf jeden Fall interessant. Nee, aber dann bist du hier auf jeden Fall richtig.
soll hier ganz viel ums Fliegen gehen, um Leute, die sich sehr gut damit auskennen, um Leute, die Interesse daran haben, sich weniger gut auskennen. Ja, alle wollen dann 4-5 Wochen, wenn die Donnerstage so lehrreich sind, ja. Du hast Angst zu fliegen, es gibt eine gewisse Chance abzustürzen. Ja, dann brauche ich mir jetzt wahrscheinlich nicht die Mühe geben, dir zu sagen, wie unwahrscheinlich das ist. Das ist okay, Angst zu haben. Deswegen kannst du jetzt mal über die Schulter gucken, dass das alles gut läuft. Ist vielleicht jetzt nicht gerade der optimale Tag, weil wir jetzt erstmal ein bisschen probieren, was der Flieger dann so macht, wenn wir das ausprobieren. Also wir machen mal Manual Flight, Manual Thrust und gucken einfach mal, ob wir den Flieger so ein bisschen ins Slippen kriegen. So, wir erinnern uns. Right Aileron, linkes Ruder. So würde das ungefähr aussehen. Von innen. Von außen? Von außen würde es so aussehen. Gerade nicht gucken. Oh, Dankeschön für dein Follow direkt. Auch ein bisschen mehr Ruder. So würde es aussehen. Ungefähr so. Chimichangas, Hallöchen. Also, ich versuch's nochmal von hinten zu zeigen. Auch Dankeschön für dein Follow. So, ich versuche das nochmal. Also, right aileron, left rudder, so rum und dann slippt er. So ungefähr sieht das aus dann. Und so schmeißen wir den rein in die Luft. Ungefähr so würde das aussehen. Unwichtiges Geld, hast du ein paar gute Worte, um dir die Angst zu nehmen? Was soll man da sagen? Ich kann dir sagen, dass sowohl der Kapitän als auch ich, wenn wir fliegen, beide eine Frau, eine Freundin, einen Mann oder wie auch immer haben, auf jeden Fall Menschen haben, die sie ganz, ganz, ganz doll wiedersehen wollen. Und deswegen verspreche ich dir, dass wir alles tun, dass wir allein unsere Liebsten dann wiedersehen. Und das ist schon das, was man emotional am besten mitgeben kann. Wir wollen auch wieder gut ankommen. Das ist immer unser höchstes Ziel. Wenn irgendwas unsicher ist, dann machen wir das nicht. Ja. Mit der Statistik, wenn Leute Angst haben, brauchst du halt nicht mit der Statistik kommen. Das ist so wie weiß ich nicht. Ich persönlich finde Spinnen total scheiße. Ich weiß, dass mir Spinnen echt überhaupt nichts tun und trotzdem finde ich Spinnen scheiße. Aber wenn ein Flugzeug gekidnappt wird, ja. Ist richtig. Aber wie oft passiert das? Und seitdem das in New York passiert ist, gibt es ja auch ganz viele Vorgaben, die seitdem geändert wurden. Und diese geänderten Dinge sorgen ja dafür, dass es sowas wie in New York nicht wieder gibt. Wurden verstärkte Türen eingebaut, das Procedure zum Cockpit betreten wurde geändert. Da wurde viel getan, dass das nicht wieder so passiert. Genau. Genau wie Christian es sagt. Pilot, der depressiv in den Berg fliegt. Nee, da machst du gar nichts. Ist das rübergekommen mit den Flight Controls, Ladies and Gentlemen? Das kann ich nur bestätigen. Jetzt verstehe ich das mit dem Pedal. Also nochmal von innen, ne? Jetzt nicht zu schnell werden. Leitradar. Und dann kann man den so slippen und relativ gerade halten. Wenn ihr mal aufs ND guckt, ja, jetzt so ein ganz bisschen. Ja, so ein bisschen. Also es sind ein paar Grad, aber das ist auch nur, weil der Flieger lässt sich hier ohne Ruder einfach nicht viel besser steuern. Ist dann halt so. So, unwichtiges Geld. Wenn das wirklich ernst gemeint ist von dir, dann weiß ich nicht, wie dir der Anflug gleich gefallen wird. Es wird nämlich ziemlich windig werden. Wir haben uns nämlich eben damit beschäftigt, wie man anfliegt, wenn man sehr, sehr viel Seitenwind hat. Runway 06. Dackel! Ein Dackel! Wie schön! Dankeschön für dein Follow. Danke für den Support. Wenn du eine Frage hast, lass es uns wissen. Ansonsten viel Spaß beim Zuschauen.
Unterschied bei Airbus und Boeing? Kein Unterschied. Boeing ist ein Traktor. Boeing fliegt immer. Airbus ist eher so ein Computer. Okay, das ist ganz schön krass. Das machen wir mal nicht ganz so krass. Machen wir das jetzt so krass? Ach so, weil die aus 270 kommen. Ja, ergibt Sinn. Ergibt Sinn. Wenn die Böen natürlich komplett aus einer anderen Richtung kommen, dann ist natürlich schlecht. Heikles Thema. Heikles Thema, das stimmt. Sind jetzt nicht so wirklich real. Ja, das war aber eben, weil die Windböen. Was ist mit deinem Flugzeug? Die Windböen kamen, die waren eben falsch eingestellt. Die kamen aus der völlig falschen Richtung. Deswegen sah das so komisch aus. So, ILS haben wir drin. Edding passt. Also es soll jetzt hauptsächlich darum, warte mal, Approach fahren. Geht ja nicht. Nochmal darum gehen, dass die Cross-Controls quasi klar werden. Also versuche ich nochmal den Anflug zu machen, quasi mit dem gleichen Wind, den wir eh hatten. Das waren 150 mit 35. Minimum ist mir jetzt mal egal, weil wir sehen die Bahn eh. Und dann fliegen wir da einfach hin. Gut, rum geht's. Unwichtiges Gelb, mach mal Ausrufezeichen Airline. Das ist so mein kleinen Kommentar dazu. Wir machen die Flight Director mal aus, einfach nur um euch zu zeigen, dass auch das geht. Hoffe ich zumindest. Ist ja so gut, dass er mit dem Wind kann. Aber jetzt wird er bestimmt gehen, kann ich mir vorstellen. Mein Mikro ist hier ein bisschen dicht dran. Ich hau mir den Stick immer gegen das Mikro. So. Besser. Schade. Alter, das Wasser sieht echt hammer aus, ne? Mit den Wellen und so, finde ich auch. So, Setup von Anywhere. Wie macht man das? Ja, eigentlich hier jetzt relativ einfach tatsächlich. Wir wissen ja, wir brauchen unsere 1000 Fuß pro 3 Meilen. Also wenn ich aus 3000 Fuß anfliegen will, muss ich mich irgendwie so absetzen, dass ich ungefähr 10 Meilen vom Flughafen rauskomme. Das ist quasi schon der Großteil des Geheimnisses. Und nichts anderes machen wir gerade. Wir wissen Ausnug, von da sind wir vorhin angeflogen, da wollen wir in 3000 Fuß sein. Gut, jetzt bin ich direkt auf 3000 gestiegen. Aber selbst wenn wir es nicht wissen, wissen wir, aus 3000 Fuß kommen wir aus 10 Meilen immer an unserem Platz an. Schade, dass die Airliner noch Trash sind. Ja, ist so. Fliegst du eigentlich aktuell oder wartest du auf Corona-Entspannung? Du, ich bin ziemlich lange nicht mehr geflogen. Also das letzte Mal bin ich geflogen Mitte Januar. Also ich werde im Januar das Jahr voll machen. Und sonst von der Bewegung? Der wackelt halt mächtig um die Hochachse. Ganz so krass ist es vielleicht nicht. Aber es ist jetzt auch echt viel Wind, ne? Leider gibt es keine Replay-Funktion. Das ist halt furchtbar ärgerlich. Das wäre nämlich ziemlich cool. So. Bock kommt. Ist es natürlich nicht. So, und auch gerade wenn es jetzt ist, ne? Also wenn man wirklich bei so einem Wetter anfliegen würde, wenn man wüsste, dass so ein Wind ist, dass wirklich alles kacke wird, kann man sich mental auf jeden Fall schon mal drauf vorbereiten, wie war das eigentlich mit dem Go-Around. Und auch jetzt weiß man schon, right Aileron, left Rudder für die Landung. So, der Gleitzug müsste auch gleich reinkommen. Dann wäre es ja eigentlich mal eine ganz geile Idee zu konfigurieren. Flaps 1.
TBO mit seinem 340-Gefühl kriegt gerade einen Herzinfarkt. Aber das wird schon. Laps 2. Ja, das war das eigentlich, was ich gerade vermeiden wollte. Das waren diese großen Changes. Genauso wollen wir es eigentlich nicht machen. Und jetzt sind wir genau auf dem Gleitslope. Und jetzt geht's runter. Wir sehen oben 180 Knoten etwa. 180 halbe sind 900, heißt 900 Fuß pro Minute. Wollen wir jetzt ziemlich genau halten für unseren Approach. Machen wir einen entspannten Max-Cross-Control-Data-Approach. Und es klappt. Unten sieht man ganz schön mit der Trackraute. Ich hoffe, das sieht man auch hier. Das hier. Ich gucke einfach nur, dass diese Trackraute hier in der Mitte ist. Denn egal, wo die Nase hinzeigt, solange die Trackraute da unten auf unser ILS zeigt, haben wir einen guten Anflug. 1500 ES checked. Gear down. Bisschen früher als sonst. Flaps 3 und Flaps 4. So, das Groundspeed wurde langsamer. Wir werden ja langsamer, logischerweise. Jetzt sind es eher so 600 bis 700 Fuß pro Minute. Cabin ist noch nicht fertig, das ist mir egal. Ich bin jetzt einfach so, als ob Cabin checked ist. Und dann fliegen wir da schön an. 29er, ja. Autobrake sollten wir uns auf jeden Fall noch nehmen. Ich bin da mal auf, hab Angst. Das sieht doch tiefenentspannt aus. Bin dann mal auf. Sich als persönliche Beleidigung auf. Aber trotzdem schön, dass du da warst und danke für die Sachen, die du mit reingebracht hast. Gibt es eine Thumb-Formel? Seht es mir nach, wenn wir entweder durchstarten oder gleich am Boden nochmal kurz lesen. Er dreht sich da echt auf. Officer Pauli. Der dreht sich schon noch ziemlich, ja. Also ob er sich ganz so krass dreht, weiß ich gerade nicht so richtig. Aber es ist halt auch Max Crosswind, also ist das, was das Flugzeug darf. Und das ist ja schon ziemlich viel. Also da bewegt er sich schon ziemlich hin und her. Ziemlich genau so sollte es tatsächlich aussehen. Ist jetzt ein bisschen sehr weit am Rand. Ein bisschen mehr Center Control wäre schon noch gut. Jetzt gibt es halt leider keine Replay-Funktion. Das wäre natürlich sehr, sehr cool. Dann können wir hier entspannt abrollen.
So, ich halte einmal an, dann kann ich erstmal nachlesen. Ist das so ein bisschen rübergekommen am Ende? Dass man ihn so. Ich kann die Bewegung. Das ist so eine. Das fühlt man richtig, finde ich, diese Bewegung, dieses. Man fühlt es.